So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem, wie ihr seht, mal wieder Special-Video in meinem Kanal. Dieses Mal kein Quickshot oder kein Let's Play von Souls-like-Spielen. Ich habe ja eigentlich immer regelmäßig so Specials gemacht für euch zu diversen Themen aus der Public History, Geschichtswissenschaft, Game Studies, Historical Game Studies. Und ja, im letzten Vierteljahr ist das halt deswegen ein bisschen eingeschlafen, weil mein neuer Volltagsjob in der Hamburger Sozialbehörde dafür nicht mehr so viel Zeit lässt. Aber über Weihnachten habe ich mich mal hingesetzt und mir mal angeguckt, was ich eigentlich für Projekte mit Studierenden so gemacht habe. Ich habe euch das in einigen der vorherigen Special-Videos, die ihr in der Playlist finden könnt, in meinem Kanal, halt auch schon erklärt. Was da so prinzipiell gemacht wurde. Aber ich wollte mal ins Detail gehen jetzt und verweise auch in diesem Video ab und zu mal zurück auf die vorherigen Special-Videos, die ich so gemacht habe. Ein Special-Video kommt auf jeden Fall noch Ende Januar und zwar zum Ende meines einjährigen YouTube-Projekts. Ja, es ist schon ein ganzes Jahr rum, seit ich das angefangen habe. Und das ging ja primär um die Quickshot-Videos, aber eben auch um diese aufwendigen Special-Inhalte. Also auch für dieses Video habe ich eine ganze Zeit lang gebraucht, um das herzustellen. Und das passt sich nicht so ganz gut ab mit einer Volltagsstelle außerhalb der Wissenschaft, wie ich sie jetzt habe. Ja, mal gucken, wie ich das so weiter betreibe. Ich habe ein paar Ideen, wie ich den Kanal weiter betreiben werde. Und das werde ich dann halt auch dort vorstellen. Dieses Video hier ist allerdings auch schon etwas kürzer geworden, als ich es eigentlich geplant hatte. Eigentlich hatte ich geplant, mit euch über 10 Jahre meiner Arbeit zu reden. Das ist ja schon eine ganze Menge Wasser in die Elbe runtergeflossen in der Zeit, in der ich in der Wissenschaft tätig war. Und das werden wir uns heute nur in einem ersten Teil angucken können, denn ich habe einfach bei der Vorbereitung gesehen, das sind so viele Projekte gewesen, das ist einfach zu lang. Also habe ich nach Hamburg, nach meinem Wechsel von Hamburg nach Hannover 2019, da mache ich einen Cut und ich hole dann den zweiten Teil, deswegen steht das Teil 1 nochmal nach. Ja, ich freue mich, dass ihr euch für diese Videos interessiert. Schaut auch gerne bei den anderen Videos hinein. Es ging ja da um Aspekte der Public History, um die Games-Forschung, um meine Doktorarbeit, Wissenssysteme und Erinnerungskultur und wie das zusammenhängt und so. Das ist für euch sicher auch alles ganz interessant. An ein paar Stellen in diesem Video werde ich auch zurückverweisen auf bereits vorliegende Videos. Aber schauen wir doch mal rein, was ich vorbereitet habe. Also 10 Jahre Lehrprojekte in der Public History. Ich gebe euch einen groben Zeitstrahlüberblick darüber, was denn da so gelaufen ist. Auch nicht nur das, was direkt in Seminaren passiert ist, sondern was sozusagen ja, Begleitarbeiten waren, die ich für sehr wichtig halte. Und auch hier kann ich nur sagen, in 10 Jahren ist so viel passiert. Ich kann nur eine pointierte Auswahl geben. Mir fällt auch so ein bisschen schwer, weil ja vieles davon von Studierendenseite auch war. Ja, weil das ja Prüfungskontexte auch waren, kann ich ja nicht alles irgendwie sagen. Ich versuche da eine Gratwanderung nicht zu personalisiert zu sein, aber doch ein bisschen so pointiert Projekte vorzustellen für euch, damit ihr euch eine Vorstellung davon machen könnt. Was kann man denn überhaupt mit Geschichte machen? Die Frage, die da als Titel drin steht, ist ja nun echt was, was uns als Geschichtsstudierenden ständig vorkommt. Onkel Peter fragt bei Heiligabend am Festtag: Na, was machst du denn mit deinem Studium? Hast du schon was über Bismarck gelernt? Und so, wie oft ist mir das untergekommen? Oder erzähl mal was über Ostpreußen oder so. Das offenbart erstens sehr wenig Ahnung, was Geschichtswissenschaft ist von den lieben Verwandten und zweitens, aber auch manchmal, mir ging es ja auch so ein bisschen Sprachlosigkeit von uns Historikerinnen, Historikern, Geschichtsstudierenden, was wir denn leisten könnten. Es wird ja auch ziemlich viel klein geredet, gerade wenn man jetzt wieder an die Debatten zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften denkt. Die Defizite von Naturwissenschaften, dass sie halt auch nur Modelle sind, die ja, gut berechenbar sind im Rahmen ihrer Bedingungen, aber eben an Randgebieten eben nicht. Das kollidiert halt viel weniger, als man manchmal denkt, mit geisteswissenschaftlichen Modellen, die auch in ihren Rahmenbedingungen super funktionieren, aber eben ja, immer nur ein gewisses Modell von Gesellschaften zum Beispiel abbilden oder von historischen Vorgängen. Das heißt, auch für euch ein bisschen Munition hier in diesem Vortrag, was kann Geschichtswissenschaft sein, wie kann man es umsetzen, was erfordert es denn, wie welche Partner muss man sich suchen, was für Studierende braucht man dafür. Und da bin ich in den ganzen Jahren ja eigentlich immer echt auf sehr intelligente Leute gestoßen, die Bock hatten, auch mal mehr zu machen als das, was man normalerweise in Seminaren so macht. Und davon lebte das Ganze. Also ich würde gerne durch diese 10 Jahre kurz mit euch durchgehen. Dann die Relevanz von
Laboren auch nochmal deutlich machen. Ich habe das schon mal im Rahmen dieses Videos gemacht, wo es um meine Version der Public History ging, zwischen Theorie und Praxis und so. Das könnt ihr bei den Special Videos ja auch nochmal nachholen. Diese Labore sind nun mal Werkzeugkasten für das, was man heutzutage als Geschichtswissenschaftlerin und Geschichtswissenschaftler braucht. Und da habe ich ja auch nur einen Ausschnitt davon mitgebracht. Thorsten Logge zum Beispiel hat ja ein Soundlab in Hamburg aufgebaut, weil das eben sein Spezialgebiet ist. Meins war ja immer das Gaming, das Spielen auf verschiedenen Plattformen und das Aufzeichnen und das Verarbeiten für die Wissenschaft. Dazu gleich ein bisschen mehr. Deswegen nur ein kurzer Ausblick auf das, was mit virtueller Realität und Augmented Reality auch zu tun hat, hatte in Hannover. Und ja, der Schwerpunkt liegt auf Projekten und Ergebnissen. Also eine begrenzte Auswahl davon, was ich euch zeigen möchte, mit einem gewissen Hintergedanken, die ich dann bei Erkenntnissen auch zusammenfasse, was für Projekte es gab, wie sie aufgezogen waren und welche Lehren man daraus so ziehen kann. Und die würde ich gerne unter Erkenntnis bei viertens mal zusammenfassen. Also, nochmal der Hinweis, ich habe schon ein paar von diesen Specials gemacht. Die Halbzeitbilanz hier zu YouTube, das bezieht sich ja mehr auf den Kanal selbst, also diese Quickshot-Videos und wie ich die aufbereite, warum ich damit in besondere Lücken reingehe und all sowas. Dazu folgt, wie gesagt, auch noch ein Abschlussvideo, also die Jahresbilanz, wenn ihr so wollt. Aber auch zu so Fragen wie Public History, Technologie, Employment und die Geschichtswissenschaft. Das war das Video, was ich meinte zu Public History, wie ich sie in Hannover betrieben habe und wo ich denke, wo es in Hannover Weiterentwicklungschancen gegeben hätte, was ja nun leider nicht mehr möglich ist. Oder auch zur Dissertation, historische Wissenssysteme und Erinnerungskulturen in Multiplayer-Netzwerken. Das habe ich da sortiert und wie ihr seht, summiert sich das auf eine ganze Menge Zeit. Und um heute nicht auch wieder viel zu viel Zeit zu brauchen, und bei einer Stunde komme ich sowieso nie raus, gehen wir mal weiter. Also 2013 bummelig, ja, bis 2022. Ich bin ja länger schon in der Wissenschaft tätig, das habe ich auch schon an anderer Stelle erläutert. Also zum Beispiel bei dem Hamburger Treseprojekt, also im Mittelalterbereich und im Studium ja auch eher so Richtung Osteuropa, sowjetische Geschichte und so. Aber 2013 bis 2022 ist so dieser tolle Bereich Public History mir als Chance aufgemacht worden, muss man ja wirklich sagen, weil nicht jeder hat ja irgendwie die Chance, diese Leidenschaften, die man so hat, selbst dann in der Wissenschaft auszuleben. Und da habe ich schon echt viel Glück gehabt. 2013 ging das los im Lehrauftrag. In der Universität Hamburg. Die haben halt versucht, diesen allgemeinen Berufsqualitäten- und Kompetenzenbereich, der geschaffen wurde durch die Bologna-Reform und eigentlich ziemlicher Mumpitz war, weil er einfach nur trainierte, wie man Fußnoten in ein Word-Dokument packt oder Excel-Tabellen füllt mit Nonsens, also gar nicht an direkten Projekten angelehnt, sondern so eine Art Trockenübung für Geisteswissenschaftler, denen man unterstellte, dass sie nicht ordentlich mit Tabellen umgehen können oder ein ordentliches Anschreiben mit Fußnoten versehen können. Ziemliche Geldverschwendung, sehr teuer. Daraus entstand halt dieser Public History-Bereich in Hamburg und auch andere Universitäten haben ja dann diesen allgemeine berufsqualifizierende Kompetenzen-Bereich umgewidmet in anderes. Da gibt es interessante Einblicke in viele Universitätstraditionen, wie sich das entwickelt hat. Auf jeden Fall habe ich im Rahmen dessen halt einen Lehrauftrag bekommen zum Thema Games, um halt auch so ein bisschen abgeprüft zu werden, was ich denn leisten könnte und wie meine Lehrmethoden so sind. Da habe ich mir dann, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung abgeliefert darüber, wie ich herangehe an digitale Spiele, interaktive Medien und Public History. Was dazu führte letztendlich, dass ich halt auch mit Thorsten Logge zusammen den Bereich Public History nach wissenschaftlichen Vorstellungen, die er halt auch vorher schon entwickelt hatte, die ich dann halt meinen Teil mit beitrug, aufzubauen. Und dann kam ja dieses erste Projekt, so ein Zeitnetzprojekt, ganz groß aufgezogen von mir mit viel Euphorie, mit der HAW Hamburg und mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und dazu sage ich auch gleich noch was zu dem Projekt. Parallel dazu haben wir dann ja auch den Arbeitskreis Geschichtswissenschaften und digitale Spiele gegründet, den ich oft bewerbe, den ich auch gar nicht hoch genug hängen kann, weil er eben das, ja, sozusagen die Rodung war in diese Wildnis hinein, wo es halt noch keine wirkliche historische Game Studies Bubble gab. Und da wurden halt eine ganze Menge Leute zusammengeführt, die halt sehr unterschiedliche, aber doch gemeinsame, also sehr unterschiedliche Interessen hatten, aber doch gemeinsame wissenschaftliche Grundlagen bearbeitet haben. 2016, das muss man sich auch mal vorstellen, 2014 im April, glaube ich, habe ich angefangen.
etwa Anfang 2016 war dann nach all dem ganzen Bestell hin und her das Game Lab der Geschichtswissenschaft in Hamburg überhaupt einsatzbereit. Es ist ja nun bekannt und ich habe mich dazu ja auch oft geäußert unter diesem Hashtag Ich bin Hanna und auch mit meinem Beitrag auf der Seite gespielt vom Arbeitskreis, dass es halt überhaupt nicht zusammenpasst, wie langsam Verwaltung arbeitet und wie kurzzeitig man befristet ist, mit irgendwelchen Projekten zu tun hat. Und also 1,5 Jahre von 3 Jahren, die ich da fest angestellt war, zu verplempern mit Beschaffungsquark. Das ist auch wirklich eines Wissenschaftsstandorts nicht würdig. Und das ist ja nicht nur Hamburg. Also nicht, dass es jetzt so falsch klingt, als wäre Hamburg der lahmste Haufen der Welt. Wir haben uns einfach mit Bürokratie die Beine zusammengekettet und gleichzeitig eine Beschäftigungsstruktur geschaffen, wo man langfristige Dinge gar nicht mehr anschieben kann. Aber diesen kurzen Rant mal beiseite. War dann ja wenigstens das Game Lab einsatzbereit mit den ganzen Geräten. Die Ludothek, eine Spielesammlung mit nachher, nachdem wir eine von Steffen Benders Buch zur Erinnerungskultur um Kriege im 21. Jahrhundert haben wir auch noch mal 100 Spiele bekommen. Also roundabout 400 Spiele oder sowas hatten wir da drin. Und das hat uns auch ermöglicht, dann so innovative Dinge wie ein bei Life is Feudal oder Feudal, wie heißt das auf Englisch, ein Online-Rollenspiel gemeinsam mit anderen Standorten überhaupt zu beforschen und die Leute zusammenzuführen. Und dazu sage ich gleich auch noch mal ein paar Töne. Also das war sozusagen der Kern des Ganzen, wo wir dann auch erstmals anfangen konnten, übers Internet am Backbone der Hochschule, mit einer sehr guten Verbindung, will ich damit sagen, andere Kolleginnen und Kollegen, Studierende zusammenzuführen zu innovativen Projekten. Es ist ein bisschen bitter, dass das immer nur so. Eintagsfliegen ist gemein, aber sagen wir mal, ein Jahresfliegen sind und dann gerät vieles wieder in Vergessenheit und viele meinen dann halt alles neu erfinden zu müssen. Schönen Gruß an Rudolf Inderst an dieser Stelle, der mir seine Bemühungen immer vorgehalten hat, oder was heißt vorgehalten, hat immer gesagt, das habe ich doch aber schon mal versucht anzustoßen vor 10 Jahren oder so. Ja, hast du, aber trotzdem muss man ja irgendwie weiterkommen und wir haben da versucht, eigene Wege zu gehen. Aber insofern ist das ein altes Problem, was in der Struktur der Wissenschaft halt leider angelegt ist und wo halt die nachkommenden Generationen, wenn man so will, in der Forschung und in der Lehre einfach nicht genug Überblick darüber haben, was davor schon passiert ist. Und das haben wir eigentlich versucht, mit dem Arbeitskreis Geschichtswissenschaften und digitale Spiele ein bisschen aufzufangen. Ich bin ein bisschen ernüchtert, was die Bemühungen da angeht. 2017 haben wir dann aus unseren Erfahrungen in der Public History Hamburg versucht, studentische Forschungsgruppen zu etablieren. Also es gibt Übungen, es gibt Vorlesungen, es gibt normale Seminare, Proseminare und Hauptseminare. Und wir haben eigentlich versucht, das Ganze umzudrehen. Wir haben nicht der Dozent oder die Dozentin gibt die Inhalte vor, sondern man gibt eine Struktur vor, in der der Dozent oder die Dozentin dann eben eine Moderationsfunktion hat für die Inhalte, die sich die Studierenden selber suchen und für sich zu Gruppen zusammenfinden. Das hat später, in dem Jahr hat es leider nicht gut geklappt, aber später hat es in der Hamburger Public History ganz gut geklappt, Studierenden quasi für ihre freien Ideen so eine Art Forschungsexperimentier-Sandkasten-Szenario zu bauen, in denen sie eigene Ideen anstoßen konnten. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ich war damals auch verantwortlich, aber enttäuscht darüber, dass es in dem Jahr halt nicht so richtig gut lief für das Projekt. Besser lief es dann in dem weiteren Jahresprojekt im Repositorium Histogames. Da haben wir versucht, Unterrichtsmaterialien zu erzeugen, die gezielt mit Schulen zusammenentwickelt wurden, um im Geschichtsunterricht digitale Spiele einsetzen zu können, zusammen mit der Erziehungswissenschaft und auch publiziert. Auch das habe ich mir letztendlich alles immer ein bisschen anders vorgestellt am Anfang, als es dann am Ende wirklich wurde. Und an der Position endet dann halt auch der heutige Teil dieses kurzen Internetvortrags hier. Dann bin ich ja 2019 an die LUH gewechselt, an die Leibniz-Universität Hannover und habe dort ganz andere Formate entwickelt und auch das virtuelle Realitätslabor da aufgebaut. Und auch anfangs ganz andere Kurse gegeben, zum Beispiel zur Erinnerungskultur mit Hilfe von Blogs und dann eher Browser- und Handyspiele. Ich finde das auch ein Feld, was viel zu wenig beforscht wird. Und da halt versucht, Methoden zu entwickeln mit den Studierenden zusammen, wie wir an die Erinnerungskultur über Geschichte kommen,
die um diese Spiele sich ranken. Das ist nämlich gar nicht so einfach und stellt vor eine ganze Menge methodischer Herausforderungen. Ja, und der Aufbau des Augmented Reality und VR-Labors, wir alle wissen, was 2020 dann passierte. Es ist nicht der beste Zeitpunkt gewesen, um ein Labor aufzubauen, wo Menschen sich Brillen auf die Nase setzen müssen und untereinander auf engstem Raum miteinander reden können. Corona hat da leider eine ganze Menge ruiniert. Allerdings haben wir punktuell ein paar Dinge realisieren können, die wirklich ganz gut gelaufen sind in Hannover. Aber gegen so eine Massenpandemie kommt man halt mit dem besten Konzept nicht an. Und dann würde ich halt in dem Nachfolgevideo halt auch mal auf die Projektseminare eingehen. Ich habe dazu auch schon ein bisschen was angedeutet und gesagt, in diesem Public History zwischen Employment und Theorie sozusagen, in dem Special-Video. Aber da werde ich dann mal mehr auf die Ergebnisse noch eingehen, so wie ich es in diesem Video hier eigentlich auch plane, die die Studierenden hervorgebracht haben, in verschiedensten Feldern, von Podcasts über YouTube-Videos bis hin zu kleinen digitalen Spielen oder auch Museumskonzepten oder was da alles entstand. Ja, und dann 2022 habe ich mich eigentlich mit Anträgen beschäftigt, die halt auch aus diesen ganzen Erfahrungen heraus entstanden sind, die aber leider alle keinen Erfolg hatten. Anträge im wissenschaftlichen Bereich um Drittmittel. Das ist etwas, was halt leider die Regel ist. Anstellungen an Universitäten selbst sind eher die Seltenheit. Und auch da muss man eigentlich sagen, wenn man sich diesen Zeitstrahl so anguckt, es gibt diese beiden markierten Bereiche hier, in denen ich halt fest angestellt war für jeweils 3 Jahre. Ich hatte auch davor schon das Glück, dass ich in meiner Wissenschaftskarriere ja einmal in einem Drittmittelprojekt 3,5 Jahre angestellt war. Das ist nicht die Regel leider, aber ich hatte insofern großes Glück. Aber schauen wir uns doch mal an, was man da eigentlich jetzt braucht für Geräte dafür. Auch wenn das Bild hier, glaube ich, ein bisschen unscharf ist, ich glaube, ich habe da irgendwie nicht so richtig gut geschossen. Das war unser Game Lab damals in der Public History Hamburg und zwar zwischen 2014 und 2019. Es ist tatsächlich so, dass ich das hier auch mal deutlich machen will. Es gibt nie irgendwelche nachhaltigen Konzepte. Geht Herr Nolden weg oder geht irgendjemand weg, der ein bestimmtes Labor mit seiner Anstellung sozusagen angeschafft hat, dann werden die Investitionen einfach in den Keller gefahren. Buchstäblich in den Keller gefahren, eingehüllt und nie wieder benutzt. Das ist bitter. Das ist wirklich, wirklich bitter, wie viel Geld da über den Jordan geht. Und das ist den Hochschulen nicht vorzuwerfen, aber also zumindest nicht den Fachbereichen, aber doch denjenigen, die in Präsidien für die Anstellungsfragen zuständig sind. Man kann halt mit kurzfristig beschäftigtem Personal nicht dauerhaft den größten Gerätefuhrpark bedienen. Wir haben ja hier damals uns für den Weg entschieden, weil es ja kaum Möglichkeiten gab, diese Spielgeräte, selbst die Medienwissenschaft in Hamburg hatte das Problem, dass man ihnen die VR ablehnte, weil das sei ja nur ein Gerät zum Spielen und nicht zum Forschen. Man fasst es einfach nicht, wie da irgendwie die Beschaffungsmentalität in den Präsidien von dem abweicht, was wir eigentlich wissenschaftlich schon lange brauchen. Auch da sieht man mal wieder Bremsschuhverwaltung, aber auf einem ganz anderen Punkt, weil sie da ja nichts machen können gegen die Beschaffungsrichtlinien. Ähnliche Probleme hatte ich mit dem VR-Labor ja auch. Also ich sollte halt dann bei Facebook, zum Beispiel für die Oculus, jetzt heißt ja Facebook Meta, sollte ich tatsächlich dann Facebook anschreiben und sie fragen, ob wir auf Rechnung Software auf CD zugeschickt bekommen können, weil das könne man dann halt eben besser abrechnen über die Beschaffungsrichtlinien. Ich habe Sachen erlebt in den 10 Jahren. Aber das wäre vielleicht ein eigenes Video, das müssen wir jetzt hier nicht beitreten. Was wir bekommen haben, war tatsächlich dann eine Laboreinheit. Also wir haben in einem Kontingent bestellt, wo man quasi Teilchenbeschleuniger auch bestellt, Großgeräte und zwar in einem kleineren. Also Laborgeräte in einem kleineren Ausmaß, in einem finanziellen Ausmaß. Und haben dann eben von M-Town war es, glaube ich, M-Town Cases in Hamburg, dieses Case, was ihr da seht, mit dem eingebauten PC und diesen ganzen Schubfächern erstellen lassen. Und konnten dann argumentieren, das ist halt ein fahrbares Labor. Vielleicht für euch auch als Tipp, falls ihr sowas irgendwo beantragen wollt. Das insgesamt war ein fahrbares Labor mit ja, 4 verschiedenen Konsolen mit einem sehr leistungsstarken Beamer, den wir auch unter Tageslichtbedingungen draußen gut haben verwenden können. Einem sehr leistungsfähigen PC, damals noch Windows 7. Und das lag halt auch daran, weil wir
die ganzen alten Sachen ja starten wollten, die wir zum Beispiel über dieses Thyssen-Projekt von Steffen Bender bekommen hatten. Diese Spiele waren damals unter Windows 10 nicht zum Laufen zu kriegen, deswegen ja, war die Entscheidung dann zu Windows 7 gefallen von mir. Und wir haben halt auch, wie ihr da seht, diese ganzen Kinect und PlayStation Move Kameras mit den Controllern für die jeweiligen Konsolen gehabt. Was ihr vorne seht, ist dieser quadratische kleine Kasten, dieser Würfel. Der ist tatsächlich ein externes Mitschnittgerät, was sozusagen dann den PC erleichtert, von den Konsolen aufzuzeichnen. Damals war es ja noch nicht so, dass man, abgesehen von der PS4, relativ komfortabel, also dass man komfortabel hätte mit aufzeichnen können von den Geräten, und auch die PS4 hat da also ihre Fallstricke, wie ich dann bei Formaten halt habe feststellen dürfen. Zum Beispiel nur 720p, glaube ich. Und wenn man das dann größer in Videos ziehen will, ist das natürlich doof. Aber das kann man auch mittlerweile, ist ja alles gepatcht worden. Am Anfang war auch das Sicherheitskonzept der Konsolen mit Kopierschutz und sowas, war halt auch echt lästig. Aber gut, wir haben das alles überwunden, hatten ein wunderbares Setup und konnten damit sehr viel ausprobieren. Ich zeige euch auch gleich noch, was wir dann damit konkret ausprobiert haben. Ja, das, was ein bisschen strittig war, aber was ich fand, was zur Beforschung halt auch mit dazu gehört, es gehört ja nicht nur dazu, irgendwelchen Wohlfühlgedöns sich anzugucken, sondern eben dieses rote Ding da ist halt für die PlayStation Move Controller, die ihr da liegen seht, ein ja, MP5, MP5-Attrappe, also die man halt einsetzen konnte für mit zusammen mit der PlayStation Kamera und diesem Bommels mit diesen weißen. Also diese mikrofonartigen Dinger, die da links daneben liegen, die kann man dann eben dort einspannen und dann ist das wie ein, ja, man schießt quasi auf den Monitor. Also man kämpft meinetwegen in einem Shooter dann mit dieser MP5, mit diesem Aufsatz, hat ja auch so ein Schulterstück, was man ausziehen kann. Da gäbe es ja noch sehr viel mehr im Bereich Haptik und Controllern, was man sich angucken könnte. Das war einfach nur ein Beispiel dafür, was man machen könnte. Und dann natürlich sehr viel Stauraum für die Tausenden von Kabeln, für die Ersatzkabel, für Beamerbirnen, denn dieser Beamer hatte, glaube ich, noch keine Gaslampe. Ich glaube, das, ja. Also auf jeden Fall war das ein sehr schönes Gerät, eine sehr schöne Kombination, die wir sehr, sehr viel eingesetzt haben, auch nach dem Umzug in die City Nord noch. Also insgesamt hat uns das 5 Jahre treue Dienste erwiesen, müsste tatsächlich heute ja auch mal wieder auf Vordermann gebracht werden. Also das, was da jetzt drin ist, ist zwar toll. Also gerade weil man ja auch viele alte Spiele noch hat in dieser Ludothek, in der Sammlung, aber wenn man jetzt an Neues denkt, müsste man halt wirklich auch mal sich angucken, dass man die, na, es ist ja die Xbox One, die da steht, die Xbox XS und die PlayStation 5 sich anschafft, vielleicht nochmal guckt, ob man eine Switch dazu holt, aber dann kommt ja wieder das Beschaffungswesen und sagt, das sind ja alles nur Spielgeräte. Ja, ach was, wir beforschen diese Spielgeräte. Also diese Unterstellung, die dahinter ist, Arbeit und Forschen kann ja kein Spielen sein, ist halt schon. Das sagt viel über Bürokratie und Verwaltung aus. Okay. Wichtig war mir damals, und das habe ich mit den Studierenden zusammen in einer langen Liste erarbeitet, die könnt ihr, glaube ich, auch noch online finden beim Public History, also falls ihr selber sowas plant anzuschaffen, die Ludothek. Also eine Sammlung von Spielen wie in einer Bibliothek. Das ist auch aufgenommen worden nach langem Hin und Her von unserer historischen Fachbibliothek, also Teil der Universitäts- und Staatsbibliothek Hamburg geworden. Das war auch nicht ganz unstrittig am Anfang, aber war halt konsequent und hat mich zwar viel Arbeit gekostet, aber deswegen sind diese Spiele halt auch über den Universitätskatalog weiterhin nachprüfbar und auffindbar. Ist ja auch ein bisschen eine Sicherheitsmaßnahme, dass sie halt nicht im historischen Seminar vergessen, verschwinden oder sonst was. Denn da habe ich ja auch leider nun seit 2019 keinen Einfluss mehr drauf. Wichtig war, dass man eben nicht nur das erwartete. Ihr seht da oben eine Auswahl von Spielen. GTA könnte man jetzt vielleicht noch sagen, okay. Da sind halt auch noch irgendwie historische Inhalte drin. Remember Me, ein Science-Fiction-Beat'em-up-Spiel, das in Paris 2044 oder so spielt, ist vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick historisch relevant, aber dort geht es um Erinnerungen und wie Erinnerungen geformt werden. Und das ist tatsächlich etwas, was dann eben auch als Wissenssystem und Erinnerungskultur mit unter diese 4 Aspekte fällt, die ich in meiner Doktorarbeit ja ausgearbeitet habe. Dazu habe ich euch ja auch in dem zu 10 Jahren Videospielforschung halt auch schon mal ein bisschen was erzählt. Geschichtsbilder sind ja in dem Sinne das, was man für Vorstellungen von Geschichte hat, die sich halt auch
oft visualisiert niederschlagen. Also wenn ihr an sowas denkt, wie da oben die Mythen bei Assassin's Creed Origins, hier die goldene Kuppel, die goldene Spitze der Pyramide drin, das spielt halt zum Zeitalter der ptolemäischen Herrschaft, glaube ich, also Caesar und Kleopatra und der Niedergang angeblich des alten Ägyptischen Reiches. Und ja, da findet man halt eine ganze Menge visualisierte Geschichtsbilder, die nicht notwendigerweise richtig sind, aber die halt Rückschlüsse auf das schließen lassen, was Menschen heute für wichtig erachten und welche Aspekte sie für wichtig betonen in diesen Spielen. Zeithistorische Rückkopplung, da habe ich mal Medal of Honor Warfighter als Beispiel rausgewählt. Es war ja nicht immer so, dass Muslime oder muslimische Staaten, vorwiegend muslimische Staaten, die Hauptgegner in Videospielen waren. Die 90er Jahre waren voll von Spielen, wo eben post-sowjetische abtrünnige Generäle oder irgendwelche sowjetischen Feindbilder oder so oder russische Feindbilder eine Rolle spielten, auch in Agentenspielen und so und auch in Shootern. Das kam ja nach und nach erst mit dem Feindbild Islam sozusagen hinzu. Und bestärkte sich halt durch diverse Terrorakte halt auch. Aber da ist ja halt immer die Frage, Henne und Ei, was war vorher? Auf jeden Fall schlug sich das natürlich auch in Videospielen nieder, in der Wahl der Schauplätze. Die technikkulturelle Geschichte ist vielleicht auch noch was, was man erklären muss. Das sind halt eben Aspekte, wo die Technik bestimmte Bedürfnisse schafft, die, oder anders formuliert, eine Kultur hat bestimmte Bedürfnisse, sich auszudrücken in einer Form vom Medium. Und dieses Medium durchläuft auch eine Geschichte und verändert sich durch das Bespielen und durch das Nutzen und erschafft wieder neue Bedürfnisse, die dann andere Spiele wieder erfüllen. Sodass eben dieses Phänomen Minecraft auch ein sehr interessantes Untersuchungsfeld ist, wenn man sich die Technologie anguckt, die dahinter steht, wie Kulturen das aufnehmen, wie sie es weiter nutzen. Es gibt ja zum Beispiel einen Abenteuermodus, in dem man halt auch kämpft. Es gibt einen vor sich hin Bau-Sandbox-Modus, wo man einfach nur, also ich liebe das ja, da Burgen zu bauen und dann einen Garten anzupflanzen und Karotten zu züchten und auf die Suche zu gehen nach irgendwelchen Höhlensystemen. Und dann gibt es aber auch Leute, die sowas, ich hatte es auch in einem Video erwähnt, zu Firestorm, Battlefield Firestorm, dass es da eben auch einen Ursprung für diese Battle Royale-Welle gab in Minecraft, wo dann eben ja, so ein Arena-Battle entstand mit 100 Leuten, die sich gegenseitig aufs Mütze hauen, bis nur noch einer steht. Und das ist halt ein Einfluss auf die Games-Kultur, aber damit halt auch auf die Gesellschaft. Und das war halt eben auch wichtig, dann das abzubilden. Ja, Wissenssystem und Erinnerungskultur, Life is Feudal oder Feudal Your Own, ist halt eine Vorstufe gewesen, wenn man so will, eine erweiterte Beta eines ursprünglich als riesigen, massively Multiplayer-Rollenspiel angelegten Mittelalter, Hardcore, das Leben ist ganz grausam, Alltagssimulation. Das ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie so die Erinnerungskultur abgebildet wird in einem Spiel, aber auch Menschen zusammenkommen und dann ihre eigene Interpretation in diesem Spiel verwirklichen. Also wir haben da ein Projekt vom Arbeitskreis mit drin gemacht, wo wir halt rausfinden wollten, wie funktioniert das Spiel, wie kommuniziert man, was ist die Auffassung der Entwickler, was ein Mittelalter ist und wie hart es sein muss und wie mühselig und sind da zu interessanten Schlüssen gekommen. Also auf jeden Fall haben wir das halt versucht dann abzubilden und insofern sind da sehr unterschiedliche Beispiele drin, die man vielleicht auf dem ersten Blick nicht mit Geschichte verbinden würde, aber auf den zweiten Blick anhand der Kategorien durchaus als historischen Gegenstand ernst nehmen muss. Und da findet ihr, glaube ich, auch noch die komplette Katalogliste online. Oh, jetzt stürmt es hier. Ich hoffe, ihr hört das nicht allzu laut. Ja, ihr findet das online bei der Public History Hamburg. Da muss man, glaube ich, bei Projektarchiv ein bisschen wühlen, aber da findet man das schon bei der Ludothek. Ja, das hatte ich auch schon erklärt bei diesem anderen Public History Video, deswegen nur einmal ganz kurz. Der Schwerpunkt in Hannover war eben dieses Augmented Reality und virtuelle Realität. Welche Formen gibt es davon? PlayStation VR zum Beispiel, als, wie ich finde, die beste Variante, wenn man halt auch mit, ja, so Teenagern, wie meiner Tochter zum Beispiel, zusammenspielt oder auch so schon jünger. Weil es halt einfach, der Tragekomfort ist einfach am besten. Die Oculus Quest ist eine Plattform, die halt integriert ist in Meta und deswegen halt gewisse Zugangsvoraussetzungen hat. HTC Vive Pro Eye ist ein älteres Gerät, aber hatte halt sozusagen das All-You-Can-Wish-Programm, war technisch sehr weit vorne, hatte Raumsensoren
Und Eye-Tracking vor allem, was man dann ja für die didaktische Beforschung, für die Pädagogik halt auch hätte verwenden können. Dazu ist es leider in Hannover nicht mehr gekommen, aber da hätte man tatsächlich auch sozusagen Überprüfbarkeit, Verifizierung von Vermutungen über die Blickrichtung von Menschen, was gucken sie sich eigentlich an in Spielen und sowas, gerade bei VR nachvollziehen können. Sound ist natürlich nicht ganz unwichtig, auch Kopfhörer, die halt sehr lange tragbar sind und nicht irgendwie in ihr Quatsch, wenn man Studierende hat und das wechseln, die wechseln sich ab, ist in ihr halt schon echt eklig. Und vom Tragekomfort, wenn man lange Schnittarbeiten hat, wäre es halt schon gut, wenn man das 4, 5 Stunden auf dem Kopf haben kann, ohne dass einem da irgendwie der Kopf spannt. Die iPads waren letztendlich, ich hoffe, das wird jetzt hier nicht zu laut, ey, das ist ja wirklich krass. Toller Winter dieses Jahr. Das wird ja immer lauter. Die iPads waren zum Beispiel etwas, auf den iPads, Apple-Produkten, funktioniert Augmented Reality ziemlich gut, weil sie halt auch sehr gut vom Design her angepasst sind an, ja, sagen wir mal, einfache Nutzer, die nicht großartig irgendwas lernen wollen, sondern intuitiv arbeiten wollen. Da sind die schon echt die Besten, muss ich neidlos anerkennen. Und dann haben wir natürlich auch einen Gaming-PC gehabt, denn auch viele dieser VR-Spiele sind auf PC-Basis und müssen daher dort auch laufen. Und der Monitor, der dabei war, war entsprechend halt auch nicht nur zum Spielen da, sondern auch zum Laufen für die Aufzeichnungsprogramme. Ja, und externen Ton zum Beispiel mit diesen Zoom-Mikrofonen zum Einsprechen. Aber das haben wir tatsächlich auch alles dann genutzt. Zu VR ist es dann leider weniger gekommen, weil uns halt die Hygieneauflagen alles verhagelt haben. Aber das vielleicht als Beispiel für dieses Labor. Ich hatte an anderer Stelle schon mal gesagt, was eigentlich so die Kernprinzipien der Public History nach meiner Vorstellung sind. Also es gibt immer eine mediale Form. Thorsten Logge nennt das Geschichtssorten. Da schreibt er auch gerade seine Habilitationsschrift drüber. Ich glaube, die erscheint bei De Gruyter auch oder so. Und da geht es halt darum, dass es immer unterschiedliche Medienformen gibt, in denen Geschichte transportiert wird, die aber dann Eigenschaften und Bedingungen haben, die den Inhalt formen, also die ermöglichen oder verunmöglichen, was mit Geschichte gemacht werden kann. Das kann zum Beispiel auch eine Tanzperformance sein oder ein Theaterstück oder ein Videospiel oder ein Podcast. Insofern, jetzt bin ich zurückgegangen. Wichtig ist dann eben immer, einen theoretischen Zugriff zu finden, eine bestimmte Methodik anzuwenden, um auf ein bestimmtes historisches Phänomen hinzuarbeiten. Das kann zum Beispiel Erinnerungskulturen sein, das kann halt ein bestimmter kognitiver Zugang sein, Wahrnehmungsfragen, was weiß ich. Ich habe da in dem anderen Video halt auch ein paar Beispiele dazu, zu dem, ja, was ist eigentlich Public History nach meiner Vorstellung. Und dann habe ich da immer ein historisches Leitthema oder Leitthemen drin, die sozusagen das Ganze auch historisch inhaltlich flankieren. Denn es geht ja nicht nur darum, wie kann Geschichte aufbereitet werden in einer technischen oder äußeren Form, sondern wie kann das historische Thema darin zur Geltung gebracht werden. Und gibt es vielleicht für jedes Medium bestimmte technische Grundlagen, die besonders geeignet sind? Sprich, sind digitale Spiele für irgendwas besonders gut geeignet im Feld der Geschichte, um es darzustellen? Denn wir fragen uns ja immer, was dürfen digitale Spiele, was dürfen sie nicht? Aber kaum einer stellt die Frage, wofür sind sie denn eigentlich besonders gut geeignet? In welchem Kontext? Im Unterricht, im Museum oder privat zu Hause? Das wäre etwas, was sehr wichtig wäre. An diesem kleinen Punkt in der Mitte entsteht eigentlich immer der Mehrwert, den man jedes Semester irgendwie neu rauskitzelt. Und vielleicht das als Rahmung dazu. Für das Folgende, wenn vielleicht euch der Eindruck erscheint, das kommt am Ende nicht, das da raus, was Herr Nolden da vorgestellt hat, was am Anfang da war, oder das sind ja nur so Trippelschritte voran. Meiner Erfahrung nach, aber vielleicht bin ich ein unfassbar schlechter Planer von Projekten, meiner Erfahrung nach ist das die Realität von Projekten. Wenn Leute Projekte haben, die am Ende genau das liefern, was sie vorher angekündigt haben, dann ist das keine Forschung. Tut mir leid, dann ist das. Dann hat man dafür Geld eingeworben für etwas, was man vorher schon kannte. Gibt es auch genug, ist sehr ermüdend. Für mich wäre das unterfordernd, aber gut. Deswegen lasst uns doch mal jetzt zu den Projekten und Ergebnissen kommen. Wir sind ja schon eine halbe Stunde auf dem Spielfeld jetzt. Und wie gesagt, das ist nur eine begrenzte Auswahl von dem, was ich die letzten Jahre mit Studierenden gemacht habe. Und nicht immer kann ich auch namentlich alle Studierenden jetzt nennen. Es tut mir auch sehr leid, ich muss das an dieser Stelle auch sagen. Weil da wirklich so viele tolle Leute dabei waren, die ich an anderer Stelle halt auch dann wieder getroffen habe, was weiß ich, in Köln oder so.
die dann halt in andere Richtung gegangen sind, aber trotzdem noch immer sehr zehren davon, sehr, sehr, auch wenn das sehr anstrengende Kurse waren, immer sehr positiv eigentlich zurückblicken auf diese Kurse, und das freut mich natürlich auch sehr. Aber es tut mir leid, ich kann euch nicht alle einzeln erwähnen mit euren eigenen Projekten. Ich habe jetzt eine Auswahl getroffen, die ist nicht notwendigerweise besser oder schlechter, das vielleicht als Disclaimer, sondern folgt halt der Logik, wo ich am Ende die Erkenntnisse daraus gewinnen will oder was ich als Punkt 4 als Erkenntnisse formulieren will. Also bitte nicht enttäuscht sein, falls ihr das seht. Ja, der erste Punkt ist, kriegt den Credit Points. Als ich in der Public History Hamburg anfing, war die erste Maßnahme, dass die AG History Matters ins Leben rief. Als freiwillige, einmal im Monat, glaube ich, stattfindende Veranstaltung, wo wir auf das Feld der digitalen Spiele mit neuen Blickwinkeln drauf geschaut haben. Und zwar hat jeder immer was vorbereitet. Ich gebe zu, oft war es ich. Aber im Prinzip hat das über diese Jahre bis 2017, bis ich mich dann viel stärker auf meine Doktorarbeit konzentrieren musste, einen sehr großen Kreis von Leuten angezogen, wo ein sehr kreativer Modus der Zusammenarbeit gefunden wurde. Weil wir halt in diesem Feld der Geschichtswissenschaft so lange, so konservativ und so reserviert digitalen Spielen gegenüber gestanden haben, also nicht ich, aber die Geschichtswissenschaft oder auch die Fachdidaktik, dass es Zeit wurde, einen Raum zu schaffen, in dem wir experimentieren konnten. Es ging darum, Themen zu finden. Was sind überhaupt Themen für die Geschichtswissenschaft? Und weit und breit war ja nichts. Also jeder war Einzelkämpfer. Viele Leute schrieben dann Bachelor- und Masterarbeiten. Und ja, es gab kaum Prüfer, die das irgendwie erkennen konnten und abprüfen konnten, jenseits von den üblichen Maßstäben einer textbasierten Fachwissenschaft. Insofern Themen, Zugriffswege auch zu finden. Wie kriegen wir denn aus den Game Studies bestimmte Zugriffswege, Forschungsmethoden rein in die Geschichtswissenschaft? Was ist davon sinnvoll? Was ist davon eher, widerspricht eher unserer Kultur und so? Das muss man ja irgendwo mal thematisieren. Insofern war es auch toll, dass dann zum Beispiel Daniel Gierek damals, und dessen Buch man ja auch über die Medienbildung mit Computerspielen sehr empfehlen kann, der war ja da auch und hat das dann vorgestellt bei uns. Und dann haben Erstsemesterinnen und Erstsemester halt Fragen gestellt, Anfängerfragen. Was ist eine Erinnerungskultur? Und das bringt einen dann als Doktorand halt auch ins Schwimmen. Und es war ja toll, dass er sich dann dem stellte, aber hat hinterher auch gesagt, so, das waren teilweise Fragen, mit denen er nicht gerechnet hat und die er dann halt nochmal nachgearbeitet hat, auch für seine Arbeit. Und er konnte die eloquent erklären, darum ging es jetzt nicht. Aber der Punkt war, die Studierenden fragten Fragen, die so im Kontext seiner Betreuung nicht stattfanden. Und das wollte ich damit ermöglichen. Für mich letztendlich ja selbst auch. Ich hatte zwar mit Professor Sanowski einen Erstbetreuer, der dem Thema sehr offen war und das sehr spannend fand, aber der selbst halt gar nicht aus dem Kontext kam und deswegen halt auch mit digitalen Spielen so auf einer methodischen Ebene wenig anfangen konnte. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich hat laufen lassen, aber dieses Experimentieren haben wir tatsächlich primär selbst dann organisiert in dieser AG History Matters. Und was man ja da deutlich sagen muss, ist, für jeden Kigifax an der Uni erwartet man heute Leistungspunkte. Und das ist dieser Bachelor- und Master-Logik geschuldet, dass man eine 40-Stunden-Woche hat und in der 40-Stunden-Woche hat man so und so viele Stunden für jedes Seminar und diese Seminare dürfen eine gewisse Zahl nicht übersteigen, dafür gibt es Leistungspunkte, bla bla bla. So funktioniert aber Wissenschaft nicht. Schon gar nicht, wenn man ein neues Feld aufmacht. Wie will man den Erkenntniswert bemessen von so einer gemeinschaftlichen Runde? Früher hat man dann gemeinsam Lektürekurse gemacht, um sich Theorie raufzuschaffen. Zum Beispiel Thorsten Logge hat sowas ja mal angeboten in seiner eigenen Studienzeit. Aber das hier war etwas, wo man dann eben immer wieder hörte, kann ich nicht auch Leistungspunkte hier für mein Referat bekommen? Ein bisschen sind dann nachher diese studentischen Forschungsgruppen daraus erwachsen, die ich erwähnt hatte. Aber im Prinzip war mir immer wichtig, dass das ein Forum ist, das möglichst frei ist. Denn es schafft eine soziale Basis über das Game Lab, was wir hatten, Dinge auszuprobieren, gemeinsam zu besprechen, vorzuspielen, Fragestellungen zu thematisieren, sich neue Zugriffswege raufzuschaffen. Und letztendlich in der Zeit, wo das damals losging, viele, viele Fragestellungen beschäftigten sich immer, ist die Darstellung in dem Spiel XY richtig oder falsch? Kann man schnell beantworten. In einem Sinne einer akademischen Geschichtswissenschaft ist sie immer falsch. Aber die interessante Frage ist doch, warum ist sie so, wie sie ist? Und wie kann man es nutzen für bestimmte Aspekte der Geschichtswissenschaft?
Und welche Aspekte von einem Spiel? Nicht alles davon hat ja direkt Einfluss auf Geschichte. Die soziale Basis ist mir deswegen wichtig zu betonen, weil viele, viele Studierende, es wird immer noch unterschätzt, weil auch bei Handys zum Beispiel, wird immer noch unterschätzt, wie viele von den Studierenden oder überhaupt von Menschen sich diese sophisticated Riesengeräte von Apple mit irgendwelchen sonst was Prozessoren nicht leisten können. Und da haben wir halt eine Basis geschaffen, um gemeinsam mit der Technologie zu experimentieren und eben auch eigene Inhalte zu entwickeln und eigene Projekte zu entwickeln. Und eigentlich, und das fand ich immer erstaunlich, dass das bei Studierenden so wenig verstanden wurde, eigentlich ist es doch auch eine Chance, prüfungsfrei gemeinsam unter Wissenschaftlern, mit Doktoranden, mit Externen, mit Lokalen, mit Leuten von anderen Hochschulen, mit Leuten aus Games-Entwicklungsprojekten. Da hatten wir ja auch Leute da, zum Beispiel traf dort Abby Hartmann aus Sydney, aus unserer Partneruniversität in Macquarie, traf auf ihrer Deutschlandreise da auf ein Entwicklungsstudio zu einem Horrorspiel in den Gräben des Ersten Weltkriegs, wo diese Leute, von Ad Infinitum hieß das Spiel, die haben sich unfassbar viel Gedanken um diese Monster gemacht. Die symbolisierten alle Urängste von Soldaten und dieser Soldat, der halt in diesem Horrorspiel gefangen ist, trifft auf seine Urängste. Und das zusammenzubringen mit einer Forscherin, die sich mit den Gräbenkriegen des Ersten Weltkriegs beschäftigt, war halt großartig. Das war toll. Und die Studierenden, die da sozusagen als Beiständer mit offenem Mund daneben saßen und sich sowohl das Spiel in Erstpremiere angucken konnten, als auch die Forschung von Abby Hartmann, das war schon ziemlich cool. Wir hatten da auch andere Beispiele von Zusammenarbeiten, die muss ich jetzt ja nicht alles ausführen. Aber es führte halt dann auch dazu, dass der Einzugsbereich dieses Arbeitskreises, oder dieses Vorfeldes des Arbeitskreises, Daniel Gehre hatte ich ja nicht umsonst erwähnt, der dann zusammen ja auch mit mir und Tobias Winderling in Hannover die Gründung des Arbeitskreises mit anstieß. Es kam zum Beispiel dazu, dass mich dann aus Amsterdam Lawrence Blükens anrief, der gerne sein Doktorarbeitsprojekt bei uns vorstellen wollte. Und eine immer größere Reichweite quasi da war, um ja, im norddeutschen Raum Projekte zusammenzuführen. Natürlich hat man damit nicht alle erreicht. Man hat auch damit Leute in Hamburg nicht erreicht, die sich schon jahrelang mit digitalen Spielen aus einer anderen Perspektive beschäftigt haben, weil sie da halt meinten, man würde da in ihr Feld reingehen. Aber das war für die geschichtswissenschaftliche Entwicklung halt sehr wichtig. Es war hierarchiearm dadurch, das heißt, auch ich war da nicht notwendigerweise dann Doktorand, sondern einfach Interessierter an Videospielen und Geschichte. Und wir haben über verschiedene Ansätze gesprochen. Das hat halt geholfen, Menschen Zugänge zu schaffen. Es war interdisziplinär. Wir holten uns Leute, die halt aus der Games-Entwicklung kamen, aber eben auch von der Hochschule für angewandte Wissenschaften, aus dem Games-Master-Studiengang oder so, die dann halt Dinge dort vorstellten oder Fragen hatten. Das war sehr spannend. Und um nochmal auf die Prüferin zurückzukommen, hier ist es ja auch wichtig, dass man sich unter den Studierenden und den Doktoranden so bespricht, welche Fragen, also wie kann man dieses Thema für einen Prüfer ansprechend machen? Im Sinne davon, dass er die Sprache versteht oder sie die Sprache versteht, dass man Methoden findet, außer ständig didaktisch zu fragen, ist das richtig oder falsch oder welchen Schaden verursacht das oder sonst was? Fragen, die man sowieso innerhalb der geschichtswissenschaftlichen Methodik so eigentlich nicht klären kann. Da müsste man Wirkungsforschung und sowas mit einbeziehen. Aber der Punkt ist doch, dass es halt da auch eine Sprachlichkeit herstellt und damit halt überhaupt Prüferinnen und Prüfer urbar machte für diese Themen, weil sie halt zunehmend verstanden, welche Relevanz dieses Thema hat. Und die Vernetzung ist deswegen halt auch ein großer Punkt gewesen. Ich hatte ja erwähnt, dass das letztendlich dann ja auch mit dazu führte, dass wir uns dann in Hannover 2015 im Dezember zusammenfanden für die Gründungsveranstaltung. Also zumindest war dann am Ende von dieser Konferenz quasi der Block beschlossen, gespielt und ja, die Gründung des Arbeitskreises letztendlich initiiert. Ich sehe schon, ich muss mal ein bisschen auf die Tempodüse drücken. Ich hatte erwähnt, dass ich am Anfang, muss ich auch selbstkritisch sagen, und was mir ein bisschen im Nachhinein noch leid tut für die Studierenden, immer ein bisschen zu groß gedacht habe. Wenn jetzt Leute aus dem Arbeitskreis zugucken, werden sie wahrscheinlich schmunzeln oder auch mit den Augen rollen. Auf jeden Fall, das wird ja immer lauter hier, die Welt geht hier unter.
dass halt letztendlich ein Projekt gleich am Anfang stand von Elfenbeintürmen und Geschichtschronographen, also das Vorurteil gegenüber die Geschichtswissenschaft und das Vorurteil der Geschichtswissenschaft über alle, die halt mit Geschichte in irgendwelchen Medienformen agieren, dass das alles Geschichtschronographen seien, ist halt ein geflügeltes Wort von einem Historikertag, dass wir uns da halt gleich in ein großes Projekt gestürzt haben, das halt echt überdimensioniert war. Die Idee war, dass man sich anguckt, wie man eine methodisch wohlüberlegte, georeferenzierte und interaktive Web-Applikation zur Geschichte Hamburgs machen kann. Also es war jetzt nicht so, dass wir so blöd waren zu denken, dass wir innerhalb eines halben Jahres sowas auf die Beine stellen können. Aber dass man da eben die Expertise der verschiedenen Bereiche reinbringt. Und über Thorsten Logge hatte Ann-Kathrin Thüringer von Kultur Medien halt da Interesse angemeldet. Und insofern haben wir das zusammen mit Hardy Gundlach von der HAW Hamburg vorgeplant, dass man Ideen entwickelt, Prototypen entwickelt, erste Schritte in eine Richtung geht, wo man sowas realisieren kann. Und das ist zu meinem Leidwesen an vielen Faktoren leider ziemlich erschütternd geplatzt, auch also mit gewisser Tragik für die Studierenden auch, die sich dann nachher selbst organisieren mussten, weil, wie drücke ich das aus? Einem Doktoranden in Koordinationsfunktion wie mir, was eben irgendwann über den Kopf wuchs, diese ganzen Projektpartner und Professuren federführend zu leiten. Es war nachher nicht möglich, einzufangen, was die alle so für eigene Vorstellungen hatten. Und sie wichen alle von den Planungen ab, die wir vorher gemacht haben. Mit Konsequenzen für die Studierenden halt, die in zwei Hochschulen ja waren. Die Hochschule für angewandte Wissenschaften war dabei, die bot halt den technischen Sachverstand und auch die Informatik. Der fehlt aber dann die Vorstellung für Inhalte, die man aufbereiten kann, wie man sie aufbereiten kann. Jenseits von sowas wie einfachen durchklickbaren Text-Bild-Apps oder so. Wir lieferten die Wissenschaftlichkeit und wir sorgten uns halt auch natürlich um die Reichweite. Historikerinnen und Historiker sorgen sich immer um die Reichweite wissenschaftlicher Qualität. Dafür muss man natürlich auch irgendwie den Markt in Kontur Medien. Die betrieb ganz stark, also Roman Kern und Ann-Kathrin Thüringer, ich glaube, ich habe die hier auch, naja, kann ich gleich zeigen, namentlich erwähnt, die trieb ganz stark um, dass sich der gesamte journalistische Markt so stark ändert. Dass man halt irgendwie diese App-Kultur hat, dass es da eben Tendenzen gibt, dass journalistische Qualität eher nachrangig ist. Und dagegen wollten sie halt eine Alternative entwickeln. Sehr ehrenhaft, wie ich finde. Und ursprünglich war der NDR noch mit drin, die ein reiches Medienarchiv anboten. Über das Hamburg-Journal zum Beispiel damals oder sowas. Ich weiß bis heute nicht, warum der NDR da kurz vor Semesterbeginn ausgestiegen ist. Ich habe keinerlei Ahnung, es konnte mir keiner sagen. Ich vermute, dass diese App-Initiative der App-Strategie auf Intendanzebene irgendwie widersprach oder so, aber ich habe da keinerlei Ahnung. Es war für uns natürlich schon ein Desaster, den Studierenden sagen zu müssen, der wichtigste Content-Partner ist abgesprungen. Oder, wenn man es anders formulieren will, war vielleicht auch nie wirklich an Bord. Man weiß es nicht. Am Ende entstand halt eine interaktive, teils an der U-Bahn-Linie, an der Ring-U-Bahn-Linie U3 orientierte App, die mit Hilfe von Push-Nachrichten Leute auf Sehenswürdigkeiten im Umfeld der U3-Ringlinie ja, ansprechen sollte, also aktivieren sollte und auch zum Spazierengehen in der Umgebung einlud. Es gab das halt. Meinetwegen versetzte Brunnen, die dann halt, wo dann halt ein Quiz draus gemacht wurde, wo an welchen Gebäuden sozusagen man noch erkennen könnte, wo der hin versetzt wurde durch bauliche Maßnahmen und sowas. Ich finde, die Studierenden haben echt einen tollen Job gemacht, auch weil sie ja zwischendurch ja, darauf bestehen mussten, dass sie in irgendeiner Form angeleitet wurden und es mir leider nicht möglich war, alle diese beteiligten Partner unter einen Hut zu bringen. Ich muss zugeben, dass dieses Projekt mir sehr gezeigt hat, dass das zu hoch gegriffen war und dass ich da ja auch in einem Findungsprozess war. Ja, allerdings ist das schon bitter, wenn das dann auf dem Rücken der Studierenden teilweise stattfand. Ich fand, viele der Studierenden sind damit sehr erwachsen umgegangen und haben das als Erfahrung mitgenommen. Andere Studierende, die eine benotete Leistung abbekommen mussten an der HAW, für die war das halt schon schwieriger. Das tut mir im Nachhinein auch leid und hätte durch. Ja, ich weiß gar nicht genau,
warum, also wie man das hätte besser regeln können. Ich hätte vielleicht alle Beteiligten unterschreiben lassen sollen, was wir da vorher in langen Sitzungen haben. Wir haben das über ein Dreivierteljahr vorbereitet, was wir da hätten, was wir da uns vorgenommen haben. Da muss ich selbstkritisch sagen, das ist mir jetzt auch nicht so richtig klar, was ich da hätte. Ich kann ja schlecht Professorinnen und Professoren was zur Unterschrift vorlegen, sozusagen mit der angekündigten Misstrauen. So, das war halt so nicht, hat halt so nicht funktioniert. Sicherlich war auch eine Schwierigkeit, dass wir sowohl den Content hatten, wir hatten verschiedene Gruppen, verschiedene Rollen, die den Content bearbeiteten, die redaktionelle, also Content in dem Sinne Archivcontent und Bildmaterial und so. Dann hatten wir die Redaktion, also die redaktionelle Aufbereitung. Das war halt etwas, was Roman Kern und Ann-Kathrin Thüringer halt mit der Mutterbrust aufgesogen, hätte ich mit der Muttermilch aufgesogen haben. Also dafür sind die echte Profis und sind auch mehrfach ausgezeichnet für ihre Dokumentationen. Die App-Entwicklung war das eine und dann kam halt noch so ein Batzen Marketing drauf, der sowieso immer an der HAW das Stiefkind ist, das aber Hardy Gundlachs Schwerpunkt ist. Maika Büschenfeld kam als Informatikprofessorin dazu und ich glaube, diese komplexe Struktur mit diesen verschiedenen Gruppen und der dem Zusammenwirken und ständigen Besprechungen hat halt letztendlich dazu geführt, dass das Ganze aus dem Ruder lief. Was mir im Nachhinein echt, wie gesagt, für die Studierenden sehr leid tut. Das vielleicht dazu, wie man zu groß denkt, wenn man Dinge angehen will und möglichst alle Aspekte irgendwie beforschen will. Also habe ich dann angefangen, das halt auch ein bisschen einzudampfen und immer nur bestimmte Aspekte, also Konstanten zu schaffen und variable Dinge zu beforschen zu lassen in Kursen. Das ist grundsätzlich halt dann so geblieben. Was ich noch erwähnen will, ist vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaften und digitale Spiele etwas, was mir viel zu kurz kommt in der gesamten Game Studies Forschung. Wir haben so viele Einzeltäterinnen und Einzeltäter, die halt eigene Projekte verfolgen, aber eine wirkliche gemeinsame Beforschung über längere Phasen von sowas wie diesem Life is Feudal, also eine gemeinschaftliche Mittelalter-Rollenspielsituation zu schaffen, indem man unterschiedliche Aspekte verfolgt und das auch auswertet, denn wir haben dazu dann halt auf der Webseite gespielt, eben auch Berichte veröffentlicht. Also der obige hier ist von Ercan Temel-Türkan, einer lieben Kollegin aus Hannover, die da jetzt auch Doktorandin ist. Und die hat halt ihre studentischen Erfahrungen zum ersten Mal mit so einem Real-Life-Medieval Simulator beschrieben und insofern war das halt auch sehr interessant, unterschiedlich, also so Hardcore-Spieler zu haben. Wir hatten verschiedene Standorte, wir hatten, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viele, ich glaube 4 oder 5 Hochschulstandorte und ja, viele Studierende an den verschiedenen Standorten, die dann da mitgespielt haben, in unterschiedlicher Intensität. Manche waren halt rund um die Uhr da drin und bauten und bauten, hatten nachher Pferde mit Plattenpanzern. Und andere, so wie ich, hackten noch mit Steinäxten auf Eisenerzadern rum, weil wir halt auch andere Dinge zu tun haben. Aber das waren interessante Erfahrungen und ich will nur an dieser Stelle darauf hinweisen, dass kollaboratives Forschen, gerade in digitalen Spielen, wenn es Erinnerungskultur oder sowas angeht und Communities, halt total wichtig wäre, um multiperspektivisch verschiedene Sichtweisen abbilden zu können und eben auch nicht einfach nur zu sagen, ein Spiel ist so und so, weil ich habe es so gesehen, sondern gemeinschaftlich Methoden zu entwickeln, um etwas kollaborativ beforschen zu können in der Geschichtswissenschaft. Aber da haben wir hier damals vorgelegt und ich wünschte mir immer, so ein bisschen wuchs daraus ja dann auch diese Strategie in diesen Streams und in diesem Wahlheim zum Beispiel, haben wir im Arbeitskreis später gemacht, in diesem YouTube-Projekt. Dinge wirklich als Fragen an die Geschichte auch zu formulieren, nicht einfach nur vor sich hinzuspielen. Aber ich muss zugeben, dafür fand ich keine Mehrheit über all die Jahre. Ich hätte es sehr gern gemacht, auch weil das ja mein Kernthema ist und weil ich sehr, sehr viele Defizite in diesem Bereich sehe. Weil eben hier Menschen nachweislich zusammenkommen und man hier verschiedene Perspektiven zusammentragen kann. Das war das Projekt 2016. Ja, und in den Kursen, ich habe mich dann halt auch immer versucht, daran zu reiben, sozusagen, was die Geschichtswissenschaft für Kernthemen sieht, also zum Beispiel Erzählstrukturen, Erzählungen und Narrationen als Kernmittel des historischen Wissenstransports,
ihn ja auch die Didaktik sehr stark propagiert, gegenüberzustellen so mit einem Kernthema, was mich verfolgt hat, meine Doktor, aber diese modellhafte Geschichte, diese dynamischen Modelle aus Spielmechaniken, die in sich selbst historische Informationen tragen, die erst durch die Spielerinnen und Spieler zur Narration verarbeitet werden, im besten Fall zu einer Linearität verholfen werden. Das zu erforschen, das habe ich dann versucht, mit den Studierenden zu realisieren. 2016, 17 im Kurs Ach, erzähl mir doch nichts, ging es dann halt eben darum, digitale Spiele zu analysieren. Es gab Impulsvorträge von Personen aus der Games-Industrie und auch aus der Fachdidaktik und so. Ziel war eine Ausstellung, die dann eben auch ja, gewisse Anforderungen, also einen gewissen. Also es sollten jetzt keine Papptafeln mit handschriftlich beschmierten, mit Edding oder sowas sein, sondern es sollte halt auch ein gewisses Niveau haben der Produktionsqualität, der Repräsentation. Und was ja nicht ganz unwesentlich ist bei digitalen Spielen, was aber immer gern vergessen wird, im öffentlichen Raum auch die USK mit einzubinden, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, um herauszufinden, was ist denn überhaupt öffentlich darstellbar und welche Grenzen haben sozusagen historische Informationen, wenn sie dargestellt werden, in öffentlichen Ausstellungen. Weil ihr müsst euch das ja so vorstellen, wenn ich bestimmte Inhalte, nehmen wir Holocaust und Zweiter Weltkrieg, da gab es ja auch in Hannover einen Kurs mit dem Computerspielmuseum zusammen. Also es gab mit dem Museum zusammen einen Kurs dazu, wollte ich sagen. Wenn man gewisse Inhalte rausschneidet, weil man sie meinetwegen ab 6 präsentieren können muss, wie in einem öffentlichen Museum zum Beispiel, wie im Computerspielmuseum, verfälscht man damit auch das Geschichtsbild, den Eindruck, den man davon hat. Und wie kann man das auffangen, ist ja die Frage. Wie kann man das dann aufbereiten, damit man eben diese visuelle Wucht eben Sechsjährigen nicht zumuten muss, aber die Information, die dahinter steht, trotzdem transportiert. Und das war eben Kern des Ganzen. Diese Ausstellung war das eine und ein Videobeitrag zu erstellen, war in dem Kurs das andere. Ihr merkt, auch da war es wieder etwas groß gedacht und ich habe die Studierenden sehr herausgefordert damit. Aber hier, die Technik bedingt eben die Methodik. Es wurden Exposés geübt. Wie kann man pointierte Exposés schaffen, die auf einer Seite das Projekt umreißen, deutlich umreißen, Quellen kenntlich machen und sowas. Ja, und Narration versus Modelle war halt sozusagen der Kern des Ganzen. Ich habe mir immer versucht und auch hier Partnerinnen und Partner zu suchen, die eben als Externe ein anderes Gewicht für ihre jeweiligen Bereiche haben. Friedrich Preise war eine tolle Institution, die leider von der Fakultät abgeräumt wurde, die Schreibwerkstatt Geschichte, also wie man fachliches Schreiben lernt, in bestimmten Kontexten aufzubereiten. Das hätte ich mir sehr gewünscht, dass das beibehalten worden wäre. Aber gut. Riad Cemili und Johannes Christmann vom Entwicklerstudio Studio Maschinenmensch waren halt beteiligt und haben Impulsvorträge zu Prozeduralität und Storytelling gemacht, weil sie ja dieses Curious Expedition entwickelt haben, wo man eben in so einer Art überseeischen Kolonialexpeditionsszenario auf völlig zufällig generierte Landschaften und Ereignisse trifft. Daniel Gierer habe ich schon mehrfach erwähnt, jetzt als Geschichtsdidaktiker, der ja mit seiner Arbeit über Wahrnehmung von Geschichte, Wirkung, Prägung in digitalen Spielen, also Geschichte in digitalen Spielen, führend ist und sich ja leider auch in den Schuldienst verabschieden musste oder gerne verabschiedet hat, wie auch immer, der aber der Forschung sehr fehlt, finde ich. Marika Ottrand, die selbst ein großes Gespür hat für historische Kontexte mit Studio Fizbin, ja auch ausgezeichnet wurde für The Inner World. Und die haben auch zum Beispiel ein Game of Peace fürs Westfälische Landesmuseum gemacht, ein Kartenspiel zum Westfälischen Frieden, das im Museum steht auf so einem Windows Surface Tisch. Großartig. Und für die Ausstellung hatten wir verschiedene Partner vorgesehen. Das ist nachher alles wieder nicht so ganz geworden, wie wir das geplant hatten. Aber die Videos entstanden, die könnt ihr euch auch in Lecture to Go der Uni Hamburg angucken unter Public History. Ein Geschichtsbild, das die Zeit überdauert, zum Beispiel, da haben sie sich die Frage gestellt, wenn ich Civilization angucke, fehlt ja so viel. Wie visualisiere ich, was fehlt, wenn ich es nicht darstellen kann, weil es ja im Spiel nicht aufzeichnbar ist? Das haben die sehr geschickt gemacht, fand ich sehr gut. Ja, und die USK war halt da auch sozusagen der Gradmesser. Das war tatsächlich so, dass wir ordnungsgemäße Verfahren für diese Videos durchgeführt haben. Im offiziellen Game-Trailer-Verfahren, das mal ursprünglich für die Gamescom, für die Messe eingerichtet wurde.
Haben wir damals, haben mit denen zusammen diese Videos prüfen lassen? Auch, ich meine, wir haben auch ordentliche Schreiben von den Landesjugendschutzbehörden dazu bekommen, die halt die altersgerechte Einstufung vornehmen von diesen historischen Spielen. Und das wird halt, diese Zusammenarbeit wird halt später auch nochmal wichtig, aber die hat hier ihren Anfang genommen. Denn das hier ist ein Beispiel von Jennifer Kahn bei Vanessa Sass und Gerrit Walter zu Bioshock, Geschichte in Videospielen. Wie hängt das zusammen? Es ist ja nicht ganz einfach. Ich meine, wir gehen uns immer darin, dass wir seitenlange Bücher schreiben. Gerade ich mit meinem Buch sollte vielleicht ein bisschen ruhig sein, mit meinem 600-Seiten-Monster da. Aber Dinge pointiert für die Öffentlichkeit aufzubereiten, ist eine hohe Kunst, wenn man dabei nicht verfälschend wirken will. Und so haben sie halt, ihr seht da unten einen Ausschnitt aus den Kategorien, die sie selbst gezeichnet haben für ihr Bioshock-Video. Sie haben das Video selbst aufbereitet und geschnitten, selbst gesprochen und haben dazu halt dieses in linker Hand hier diese Texttafel gebaut, die dann halt auch wirklich von mir in Auftrag gegeben wurde, dass sie halt gedruckt wird. Diese Tafeln liegen auch noch in der Public History Hamburg rum und könnten jederzeit auf Reisen gehen, falls jemand eine geile Ausstellung haben will. Und die haben dann halt jeweils die Modelle, die ich ihnen vorgestellt habe, angewandt, andere nicht verwendet und sich für etwas entschieden. Hier in dem Fall ist es zum Beispiel Karl Heinze, das Modell, was man da oben sieht. Und wir haben das dann tatsächlich auch in der Öffentlichkeit ausgestellt, und zwar auf dem Playfestival 2017. Ich hatte vorher gesagt, es gab da verschiedene Kandidaten für, zum Beispiel das Computerspielmuseum, aber das hat sich alles nicht als gangbar erwiesen. Und hier seht ihr beim Aufbau unten der Tafeln, das war ein toller Kurs, die haben sich sehr engagiert. Einige waren ein bisschen unzufrieden mit meiner Art zu führen, deswegen sind auch nicht alle der Videos online, zum Beispiel zu Assassin's Creed ist das Video leider nichts geworden. Die haben ziemlich viele Empfehlungen leider in den Wind geschlagen, muss man sagen. Und eine andere Gruppe hat tatsächlich sich von diesem richtig falsch überprüfen Dings nicht gelöst und hat, also es waren halt auch echt Anfänger, aber da hat man halt in der Bandbreite im Kurs halt gesehen, und das war ja das Ziel, in der gesamten Bandbreite im Kurs gesehen, was für Fehler kann man machen, was kann man gut machen, wie kann man bestimmte Perspektiven und Methodiken anwenden. Und insofern war der Kurs insgesamt ein toller Erfolg und die Ausstellung war eigentlich auch ganz toll. Die hat dann halt eben mit den Videos zusammen, wir hatten diese Sockel da bekommen mit den Rechnern, die ihr da seht auf dem Bild. Und dazwischen standen halt die Tafeln. Daraus hätte man noch sehr viel mehr machen können, aber noch viel mehr als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf ihren Drittmittelverträgen sind halt Studierende auch volatil. Es war schon schwierig, nachdem das so lange gedauert hat, diese Ausstellung zu realisieren und dann auch auszuführen, war es auch schwierig, noch Leute zu finden, die das dann aus diesem Kurs mitmachen konnten. Insofern hadere ich da auch immer so ein bisschen mit meinen Methoden, wenn ich versuche, halt sowas Aufgedrehtes aufzusetzen. Dass es halt echt schwierig ist, dann alle bei der Stange zu halten, denn nicht jeder ist in diesen Kursen und jeder ist in den Kursen, um die Welt der Wissenschaft weiter voranzubringen. Viele sind halt in den Kursen, weil sie einen Studienabschluss machen wollen. Das muss man vielleicht auch mal erwähnen. Was halt wichtig ist zu erwähnen ist, ich habe mir die ganze Zeit halt auch mal sehr viel Mühe gemacht. Auch mit Unterstützung der Fakultät, muss ich dazu zugeben, die immer sehr zugetan waren zu diesen Projekten bei uns in der Public History. Anders als das historische Seminar selbst, wie ich fand. Obwohl das auch von Person zu Person unterschiedlich ist. Aber hier war es halt so, dass ich mich bemüht hatte um Gelder. Ich hatte für diesen Druck der Tafeln halt auch Mittel eingeworben. Es gab Standfüße, die wir weiterverwenden konnten aus Aluminium, die man dann eben für weitere Ausstellungen auch noch nehmen konnte. Und insofern haben wir da durch die Förderung auch eben die Honorare für die beteiligten Entwicklerinnen und Entwickler übernehmen können, damit die halt auch nicht nur die Reise bezahlt bekommen, sondern eben auch dann ein Honorar dafür bekommen. Und das war halt auch wieder mehr Aufwand, der sich aber gelohnt hat. Insofern ist der Punkt hier halt auch so ein bisschen mit dem Standardprogramm, wie man ein Seminar fahren kann, sind diese Kurse so nicht möglich. Und auch diese Kombination zwischen Film und Ausstellungstafel und diese Erfahrung der Studierenden, extern wirklich eine Ausstellung zu organisieren, aufzustellen, aufzubauen, zu betreuen, Frage und Antwort, Rede zu stehen, sie dann wieder abzubauen, zu verpacken und sowas, das ist tatsächlich
mit den normalen Betriebsmitteln einer Hochschule nicht leistbar. Und ich hatte ja noch den Komfort, dass ich durch die Angehörigkeit zu Public History komfortabel wenig Lehrverpflichtung hatte. Das hat auch für böses Blut gesorgt. Also man hat uns tatsächlich auch mal gesagt, wir würden mit unseren Lehrprojekten einen falschen Eindruck erwecken. Also so Peers gleich, Doktoranden. Doktorandinnen und Doktoranden haben gesagt, wir würden falsche Erwartungen wecken an das, was leistbar ist im regulären Betrieb. Da ist sicher auch was Wahres dran. Das muss ich der Person halt auch zugestehen. Okay. Den Schritt bin ich dann weitergegangen, dem dann danach zu sagen, hört mal zu, es ist ja toll, wenn wir uns angucken, was für Narrative es gibt und wie Modelle funktionieren und wie die in Kontrast zueinander stehen oder sich gegenseitig befruchten. Wir müssen ja aber auch irgendwie lernen, sowas selbst zu machen. Und ich hatte in dem Video, was ihr da unten seht, zum RPG Maker MV und dem Spiel Heimatlos schon mal einen Auszug davon präsentiert, an diesem Beispiel Heimatlos zu bosnischen Flüchtlingen 1995 auf den Wohnschiffen von St. Pauli. Da hatten Studierende halt mit dem RPG Maker ein wirklich tolles kleines Spiel gemacht. Und in diesem Kurs entstanden diese Spiele halt. Diese interaktive Storytelling-Geschichte hatte ich Ihnen vorgegeben, da sollt ihr mit Twine rumprobieren. Und da entstand eben diese Speicherstadt Hamburg-Zeitreise, die heute wahrscheinlich auch noch funktioniert. Ich habe die ja noch liegen als HTML-Datei, wo man eben dann in so einer Art, man sieht das da so ein bisschen in dem Bild, so eine Art WhatsApp-Chat durch eine Geschichte geleitet wird. Da gab es auch andere, die haben viel experimentiert, auch mit Ton und mit Bildern und so. Also man hat dort verzweigte Narrationen kennengelernt. Und dadurch, dass die das immer jeweils den anderen Studierenden vorgestellt haben, haben sie mit Twine arbeiten gelernt und anderen das erklären können. Und die haben wiederum im Kontrast zu ihren Projekten herausarbeiten können, für was ist es denn gut? Das war das Ziel dieses Kurses. News Games sind ja was ganz Besonderes, was ich ja mal halt ein bisschen erweitert habe, auch auf, also News Games sind ja in dem Sinne, sie haben einen hohen Nachrichten- und Aktualitätswert, deswegen sind sie schwer zu produzieren, aber Erik Janot von Wasser Games hat ja da eine ganze Menge Erfahrung eingebracht und diese Spiele, also anders formuliert, historische Ereignisse haben regelmäßig ja wieder Aktualität. Weil sie immer wieder das prägen, was wir in unseren Nachrichten haben. Es wird immer wieder gezeigt, oh, 1989, Fall der Berliner Mauer oder andere Erinnerungsereignisse. Das heißt, das zu nutzen, um ein News Game zu machen oder diese Methoden aufzusetzen, das ist schon sehr interessant und führte so ein bisschen dann in diese Heimatlosgeschichte. Was ganz anders anfangen sollte mit einem Projekt, das Maschinenmensch immer angekündigt hatte zur Weimarer Republik und dynamischen Verwandtschaften und einem Kriminalfall darin, hat sich ein bisschen geändert. Sie haben ein Tool, Curious Stories hieß das, also das sind ja die Entwickler von Curious Expedition, uns zur Verfügung gestellt, mit dem damals die Studierenden sehr aufwendig eine Geschichte gemacht haben zum Altonaer Blutsonntag 1932. Und dort ging es halt nicht nur darum, dass halt sozusagen 32 sich da in Altona Faschisten und Kommunisten gegenseitig den Kopf einschlugen, sondern eben auch die Polizei eine sehr unrühmliche Rolle hatte und die Bystander sozusagen, also die Opportunisten, die außen standen, die sich nicht beteiligen wollten oder die sich zurückzogen. Da sind tatsächlich auch Leute in ihren Wohnungen gestorben, weil Polizeikugeln sie trafen und so. Experiment, was heute leider nicht mehr läuft, weil das Tool abgedatet ist und der Code nicht mehr funktioniert. Ja, ich glaube, eine Studierende von Thorsten Logger hat noch versucht, da was zu machen. Ich müsste mal rausfinden, ob das noch funktioniert. Da geht es um prozedurales Erzählen, weil dieses Twine-Tool baut ja verzweigte Geschichten, die sozusagen an Entscheidungsstellen sich aufspalten. Dieses Curious Stories Werkzeug sorgt für Zufallsereignisse an bestimmten Stellen. Das heißt ja aber auch, dass die Kontrollierbarkeit der Ereignisse, die aufeinander folgen, dass man da viel mehr Augenmerk drauf richten muss, dass man eine historische Aussage beibehält und gleichzeitig die historischen Informationen weiter transportiert durch zufällige Ereignisse, die passieren.
Das heißt, es konnte zum Beispiel sein, dass man in einer Situation, das fand ich am besten eigentlich an diesem ganzen Ding, in einer Situation auf Tübinger Studierende, glaube ich, traf, die sich volllaufen ließen. Und wenn man sich mit denen zusammen volllaufen ließ, dann war man an dem Tag des Altona Blutsonntags, war man gar nicht in Altona. Also das Spiel endete, ohne dass man das Ereignis antraf. Aber es gab halt auch viele andere Ereignisse, in welche Kneipen man ging, ob man sich bewaffnen wollte, was man sagte zu einer bestimmten Situation. Und diese Ereignisse funktionierten halt nach einer gewissen Mengenlehre. Also es mussten bestimmte Ereignisse auftreten und sie traten auf jeden Fall auf, sagen wir mal, wenn zuvor fünf andere Ereignisse aufgetreten waren, sodass man dann eben zu diesem Schlüsselereignis kam und so. Das ist wirklich, wirklich eindrucksvoll gewesen, was man da mit prozeduralem Erzählen machen kann. Und ich kann euch nur empfehlen, euch an die großartigen beiden, Johannes Christmann und Riad Djemili, zu wenden, wenn ihr solche Projekte machen wollt. Die sind da sehr offen. Wir haben natürlich auch begrenzt Zeit, aber die sind da sehr offen und sehr interessiert an kultureller und Bildungszusammenarbeit. So, und das Letzte wuchs halt so ein bisschen aus meinen Forschungen an The Secret World, an diesem MMO. Hab ich ja auch was in diesem Video zu meiner Doktorarbeit zu Erinnerungskulturellen Wissenssystemen euch deutlich gemacht. Hier ging es darum, und man kann natürlich nicht ein Online-Rollenspiel verändern, ja, aber mit einem Verständnis davon, wie Missionen funktionieren, haben diese Studierenden dann Twine benutzt, um bestimmte Missionen zu bauen, die eine Geschichte über Hamburger Auswandererinnen und Auswanderer in die Region da nach Neuengland realisieren ließen. Sie haben Tonsegmente rausgenommen aus dem Spiel, sie haben Screenshots gemacht, sie haben dort Verzweigungen angelegt und dann eben ja, Quests und ihre Verläufe deutlich gemacht, ob man kämpfen will oder nicht, das mit Geräuschen garniert. Und haben halt eben eine eigene Missions- und Questreihe gebaut zu einem gesunkenen Hamburger Schiff. Und das haben sie auch recherchiert. Das ist tatsächlich da in der Gegend gesunken. Und einer Zombie-Geschichte, die halt zusammenhängt, dann auch mit dieser mythisch verklärten verschwörungstheoretischen Welt dieses Online-Rollenspiels. Aber das haben sie auch sehr, sehr gut gemacht. Das heißt, die Lerneffekte waren extrem hoch in diesem Kurs. Es ging um verzweigte Narrationen. Systemische Geschichte, also wie Systeme Geschichte transportieren. Dieses Thema mit narrativen Netzwerken, das war eben das mit dem MMORPG, mit dem Online-Rollenspiel, Massively Multiplayer Online-Roleplaying-Game. Und zufallsbasierten Ereignissen als Funktion innerhalb einer Narration. Also haben wir uns hier mal sehr intensiv mit narrativer Konstruktion auseinandergesetzt. Was dann halt letztendlich dazu führt, und ich muss auch ein bisschen Tempo machen, dass wir zum Ende kommen für den heutigen Vortrag, für die Zusammenfassung. Viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, mit denen ich gesprochen habe im Laufe der Zeit, und auch Daniel Giere war ja auch letztendlich interessiert daran, als Didaktiker. Sie wollen halt alle verstehen, wie digitale Spiele funktionieren und sie handhabbar machen. Sie haben aber alle nur begrenzt Zeit. Und das Didaktik oder das erziehungswissenschaftliche Studium bereitet sie 0,0 darauf vor oder sehr wenig darauf vor, mit diesen interaktiven digitalen Medien umzugehen. Sie brauchen Unterrichtskonzepte dafür. Und daran angedockt war es halt so, dass gezielt für den Geschichtsunterricht halt relativ wenig existierte. Also haben wir auch dort einen Antrag geschrieben für ein ganzes Einjahresprojekt. Und ihr seht da unten, es gab das Wintersemester 2018-19 und dann gab es das Sommersemester 2019. Das Wintersemester 2018-19 funktionierte so ein bisschen so ähnlich wie dieser Kurs mit den Videos und der Ausstellung. Es sollte erkundet werden, es gab einen Roster von Spielen, die man auswählen konnte und da ließ ich auch mit mir reden, wenn jemand was anderes wollte, aber es gab eine ganze Menge zur Auswahl, die ich so in so einem Raster angeordnet hatte, die verschiedene Szenarien berücksichtigen, so, wo ich so ein bisschen auf Balance geachtet habe. Und wieso ist das eigentlich nicht? Oh, habe ich was falsch gemacht? Der Bereich, der verdeckt ist, ist die Publikation. Da komme ich gleich noch dazu. Da habe ich mir sehr viel ausgedacht, was man da alles machen könnte und wo man das überall publizieren könnte. Also was jetzt sozusagen bei diesem
Pfeil, der auf Analyse und Produktion zeigt. Dahinter ist noch Publikation. Das ist jetzt durch die Laufzeit verdeckt. Aber das hat tatsächlich alles auch nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Deswegen ist das nicht so schlimm. Wir haben also einen Antrag geschrieben an die Profile, an die Lehrerprofessionalisierung, die Lehrerinnenprofessionalisierung, die Mittel und Wege finden soll, wie man die Ausbildung zum Lehramt verbessern kann. Beteiligt war Andreas Körber von der Geschichtsdidaktik, der ein sehr spannender Sparringspartner ist für die didaktischen Fragen und digitale Spiele. Thorsten Lauge als Antragsteller für die Public History. Und ich war als Projektkoordinator darin vorgesehen. Das zeugt auch so ein bisschen davon, was mich am Ende halt gestört hat in dieser Konstellation. Träger des Projektes sind halt natürlich Andreas Körber und Thorsten Lauge, aber ich habe es ausgedacht, geschrieben, kalkuliert und beantragt, durchgeführt und am Ende stehen da Andreas Körber und Thorsten Lauge. Das hat mich nachher wirklich ein bisschen umgetrieben, wenn man diese Projekte gemacht hat, dass es halt keine Sichtbarkeit gab. Schönen Gruß auch nochmal an die Wissenschaftspolitik. In der Lehre selbst habe ich dann versucht, Daniel Gierer einzubinden über einen Lehrauftrag, der damals schon an der LMU München war und an der Ludwigs-Maximilian-Universität, der aber der Profi ist für diese Fragen Geschichte in digitalen Spielen, Geschichtsbewusstsein und Vermittlung von diesen Inhalten. Wir haben da zusammen ja auch ein paar Unterrichtskonzepte schon mal vorher gemacht und mit unsere Konzepte zusammengeworfen. Alexander Buck als Unterstützung ist Mitarbeiter gewesen von der Geschichtsdidaktik an der Universität Hamburg und hat da eben dann auch einen Lehrauftrag gehabt in dieser Evolution im Sommersemester, um dann eben diese Inhalte, die wir erstellt haben, auch zu überprüfen, anzuwenden und das Kernpraktikum des Lehramts mit zu integrieren und da zu erproben. Naja, und ich war halt als Projektkoordinator für das Projekt zuständig und hatte keinen Lehrauftrag. Also musste ich in meiner Tätigkeit nebenher als Nebenbeschäftigten noch einen Public History Lehrauftrag bekommen, um das Projekt als Lehrender durchführen zu können. Und dann habe ich sehr viel Energie reingesteckt in viele, viele Schulen, die ich besucht habe, die hier nur eine kleine Auswahl, die im Hamburger Großraum waren. Da waren sehr, sehr interessante Erfahrungen dabei, wie unterschiedlich eigentlich selbst in einem Stadtstaat wie Hamburg die unterschiedlichen Schulkulturen sind. Von einem Gymnasium Omoor in Niendorf oben, wo der Elternverein alles Mögliche hinstellen kann an Technik, hin zu einer stark migrantisch geprägten Europaschule Hamm, die viele interessierte Schülerinnen und Schüler hat an dem Thema, aber wo der Zugriff im Geschichtsunterricht halt schwierig war, wo halt auch viele Lehrerinnen und Lehrer meiner Meinung nach aufgegeben haben und so. Aber wir hatten da eine sehr tolle Probesitzung zu GTA, wo es um Rassismus, Alltagsrassismus in zeitgenössischen oder zeithistorischen Szenarien halt ging, wo alle auf einmal sehr auflebten, wo auch die Mädchen in dieser Klasse auf einmal deutlich machten, sie spielen das auch und sie kennen das auch und sind dann vielleicht als Männer unterwegs in GTA Online, aber sie kennen das und das war für die Jungs ein Augenöffner, wie ihr spielt das auch. Das heißt, wir haben da auf vielen Ebenen interessante Befunde gesammelt, aber so richtig mit unserem Ziel, Unterrichtsentwürfe und Unterrichtskonzepte zu erstellen, da war das nicht wirklich aufnehmbar. Also für mich ist interessant gewesen, dass diese Schulkulturen so unterschiedlich sind, obwohl sie innerhalb eines einzelnen Stadtstaates sind. Aber so richtig Lösungen dafür konnte man in diesem Projekt nicht angehen. Wir haben es halt versucht, über unterschiedliche Inhalte, die wir adressiert haben, an diese Erfahrung aufzuarbeiten mit den Studierenden. Und das machte eben diese Analyse- und Produktionsphase die erste. Erstmal brauchten die Studierenden Zeit, sich selbst zurechtzufinden in den Spielen. Im Oktober 2018 ging es ja los mit dem Kurs. Sie mussten methodisch versuchen, ranzukommen an die Spiele, ein Grobkonzept entwickeln, was sie dann machen wollen, das ausarbeiten. Und dann gab es bei mir so eine Alpha-Präsentation, wo man halt, man kann noch Lücken haben, vielleicht stimmen noch nicht alle Bildausschnitte oder es sind noch Platzhalter oder so. Aber dass man eine Präsentation am Semesterende dann hat und dann einen Feinschliff.
gemacht wird. Dann haben wir es den Schülerinnen, den Lehrerinnen und Lehrern gegeben in den Schulen und um Feedback gebeten. Schon da hat sich gezeigt, dass die wenigsten Lehrerinnen und Lehrer bereit waren, sich richtig auf so ein Feedback einzulassen. Es war sehr schwierig, Feedback von den Lehrerinnen und Lehrern zu bekommen. Und wenn, dann war es oft, das ist ja gar nicht genau das, was ich vorher gesagt habe, was ich brauche. Das missversteht so ein bisschen, was Forschung ist und was Forschung leisten kann. Sich darauf einzulassen, dass es halt nicht passgenaue Unterrichtsmaterialien dann am Ende gibt, die halt für genau die eine Situation passen, sondern dass man da ein bisschen abstrakter denken muss, war vielleicht auch eine Fehleinschätzung von mir. Aber dass es so flächendeckend bei allen Schulen war, war halt auch ein bisschen schade. Einige Lehrerinnen und Lehrer haben uns allerdings tolles Feedback gegeben, das dann halt auch eingespeist wurde. Im Sommersemester 2019 waren dann ja nicht dieselben Studierenden wieder da. Also nicht nur. Viele von denen waren ja dann in anderen Semestern oder haben vielleicht auch schon Uni-Abschluss, keine Ahnung. Aber ein Teil blieb halt und dann ging es halt um Evaluation. Und hier hatte halt dann die Fachdidaktik, die Geschichtsdidaktik halt dann die Hoheit. Das Ganze sollte halt auch aufbereitet werden dann und erprobt werden im Kernpraktikum des Lehramts. An manchen Terminen war ich dann halt auch dabei, bei Hospitation, zum Beispiel an der Oberschule Hamm. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und dann sollte halt eigentlich eine ordentliche Evaluation erfolgen. Ich weiß gar nicht genau, müsste man da nochmal anfragen bei Körber und Logge, ob es da halt eine Evaluation im eigentlichen Sinne auch noch gab, weil ich ja dann nach Hannover gewechselt bin. Und dann wurde das publiziert. Ein Projektbericht musste ja geschrieben werden. Die ganzen Sachen sollen als Open Access veröffentlicht werden. Der AKG WDS hat das beworben. Die Landeszentrale für politische Bildung und die Bundeszentrale fanden das auch sehr interessant. Das verbirgt sich so ein bisschen hinter diesem Publikationsding halt auch. Kommen wir zur zweiten Seite. Es sind dann tatsächlich sehr coole Erstversuche entstanden. Die sind nicht perfekt. Es sind studentische Arbeiten, aber die haben sich alle sehr, sehr viel Gedanken gemacht darum. Und diese Beispiele hier kann man jetzt halt auch online noch sehen. Es ging bei Battlefield 1 um die Sinnlosigkeit des historischen Handels im Krieg. Das war tatsächlich sehr herausfordernd, weil man das natürlich für die Schule aufbereiten muss, dass man da so Schlachtfeldszenarien oder sowas hat. Das hat die USK nicht so toll gefunden als Partner, denn das kann man vielleicht nochmal dazu sagen, die USK hat dann halt hammerhart halt auch geprüft und da gab es halt auch keine Diskussion mit den Studierenden, sodass dieses Battlefield 1-Ding halt auch erst ab 16 freigegeben wurde wie das Spiel. Und das ist halt dann eben, wenn man sich dann an der Mittelstufe wendet mit dem Unterrichtskonzept, auch ein Lerneffekt für die Studierenden gewesen. Das geht so eben nicht. Valiant Hearts, The Great War, hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Thema, aber ist letztendlich halt auf der Basis dieses Valiant Hearts Spiels halt auch ein Unterrichtskonzept entstanden. Grand Theft Auto 5, also GTA 5, hatte eben dieses Rassismus-Thema und da waren auch viele in der Jugendsozialarbeit tätig oder interessiert an Jugendsozialarbeit. Deswegen war das ein tolles Thema halt auch für diese Europaschule. Assassin's Creed Odyssey beschäftigte sich mit der griechischen Antike und wollte die attische Demokratie, also eines der frühesten Themen der Unterstufe, halt eben mit digitalen Spielen aufbereiten. Bisschen Europa Universalis wurde halt dieses Verhältnis von Religion und Herrschaft thematisiert in der frühen Neuzeit. Und Assassin's Creed Unity ist halt, hat die Frage nach Gesellschaft und Individuum gestellt an der Französischen Revolution und hat sehr interessant Perspektiven aufgemacht. Also, wie bewerte ich ein Ereignis, wenn ich nur gewisse Ausschnitte davon sehe? Haben sie sich halt an bestimmte Stellen gestellt, bei der Stürmung der Bastille und haben bestimmte Perspektiven gewählt. Und wenn jetzt in einer Quelle beschrieben wird, wie halt die Kanoniere auf die Menge schossen, hat man das aus einer Perspektive gar nicht sehen können. Die Frage ist halt also, welchen Wert haben Zeitzeugenaussagen und diese Berichte und welchen Wert, was können digitale Spiele sozusagen an räumlicher Orientierung dazu beitragen? Das war auch ziemlich interessant. Total War Empire wurde thematisiert und da ging es um Prozesse des Regierens im frühneuzeitlichen Staat. Dort hat man quasi ein papierendes Rollenspiel aus dem Diplomatiesystem gemacht und das als Unterrichtseinheit aufbereitet. Wir haben dann ja
die Verpflichtung auch gehabt, das zu veröffentlichen, und viele dieser Partner, da passte das halt alles immer irgendwie nicht so ganz. Wir haben ja aber das Teaching Staff Resource Center, was ein bisschen hochtrabend, dieses TSRC, zusammen mit der Didaktik und der Public History ja mal ins Mittelalter gerufen wurde. Da sind viele, viele Projekte mit drin. Die Landeszentrale für politische Bildung hatte auch Dinge mit eingeplant. Wir haben mehrfach Förderung von dem Lehrlabor Lehrerprofessionalisierung, L3 Prof, bekommen. Und insofern sind dann da jetzt diese ganzen Materialien auch zu finden. Also wenn ihr euch die angucken wollt, schaut euch das gerne an. Es gibt immer durch diese Kursstruktur, ich kann die hier nochmal aufrufen, gibt es halt immer Analyse und Produktion, den Bereich meine ich jetzt. Es gibt halt immer diese Videos und das Unterrichtskonzept dazu. Dazu gibt es eine Einschätzung von uns Lehrenden als quasi Rezension dazu. Dann gab es im Sommersemester 2019 verschiedene Gruppen, die das überarbeitet haben. Nicht alle Projekte wurden überarbeitet, aber die, die überarbeitet wurden, zu denen dann, also es entstanden dann quasi auf Basis des Materials neue Projekte und neue Unterrichtskonzepte. Und diese wurden dann wieder rezensiert, sodass ihr letztendlich dann, wenn ihr euch das genau anguckt, unterhalb von diesen eins, das hier ist zum Beispiel das zu Rassismus in Vereinigten Staaten von Amerika im 21. Jahrhundert, dass man dort Materialien zum Download hat, die weiterführenden Materialien, die Rezensionen und das, die Weiterentwicklung zum nächsten Unterrichtskonzept. Und unten seht ihr dann die Links zum Ausgangskonzept, also das, was vorher halt auch schon erarbeitet war, und die Rezension. So dass wir da halt, ich sage ja nicht, dass es perfekt ist, aber wenn man Schritt für Schritt weiterdenkt, haben wir hier einen Punkt geschaffen, wo wir weiterdenken können, wo wir euch Konzepte und Ideen für den Unterricht, für den Geschichtsunterricht geben können. Und natürlich gibt es auch Bücher und Publikationen dazu, ist ja gar nicht die Frage, aber hier wurde versucht, konkrete Unterrichtskonzeptionen zu entwickeln, die im Rahmen von 90 Minuten in einer Schulklasse in bestimmten Formen mit digitalen Spielen umsetzbar sind. Und das, finde ich, ist halt wirklich etwas, was einen Mehrwert darstellt. Und ihr könnt euch das herunterladen, angucken. Ja, ihr seht da ja Artikel, gibt es dazu, Materialien, Ressourcen, Rezensionen. Okay. Dann vielleicht zum Abschluss nochmal die Erkenntnisse daraus. Die Kernlektion aus den genannten Projekten. Also, Labore wäre der erste Punkt. Technik ist teuer. Man braucht ein Konzept dafür, wie man es anwenden will, wie es kombiniert werden soll, mit welchen, meinetwegen Soundlaboren oder sowas, mit Aufzeichnungsgeräten soll es verbunden werden. Wofür setzt man es ein? In Blogseminaren, in also in semesterbegleitenden Seminaren. Und wie soll über 3 Jahre hinaus, wenn man überhaupt 3 Jahresverträge zusammenkriegt, wie soll nachhaltig Technik, Software und auch die Soft Skills, wie soll das weiter betrieben werden? Ich gebe um und wund zu, dass mich in den ganzen Jahren am meisten zum Brechen gebracht hat, dass es keinerlei Konzepte gibt, das Wissen zu bewahren und von anderen auch nutzbar und anwendbar zu machen. Als ich in Hamburg ging, war das Game Lab gestorben und wurde in den Keller gefahren. Als ich in Hannover ging, war das VR Lab gestorben und wurde buchstäblich eingelagert. Das kann doch kein Umgang mit Steuermitteln sein. Mal abgesehen, unabhängig von meiner Person jetzt. Also die Technik ist teuer, muss ständig auch nachbeschafft werden, sie muss aufbereitet werden, es muss Leute geben, die die Software pflegen können, es muss Leute geben, die Software beschaffen können, es muss Deals geben, wie man die Software, die nur digital beschaffbar ist, als Sachgut beschaffen kann, wenn man nicht auf Rechnung, eine Rechnung von Meta haben will oder von Facebook oder von Apple oder so. Dafür muss es Regelungen geben. Die AG History Matters wäre der zweite Punkt. Neu muss man nötigen Freiraum geben. Was aber auch im Umkehrschluss bedeutet, liebe Studierenden, nicht jeder Kikifax kann in Leistungspunkten bezahlt werden. Das ist etwas, was mich total umgetrieben hat. So verstehe ich auch unsere Rolle als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht. Und oft haben wir darüber auch im Arbeitskreis richtig heftige, scharfe Diskussionen gehabt über meine Haltung. Weil es halt dort auch immer heißt, ja, das ist alles freiwillig und das ist alles nachrangig und man kann sich auf nichts verlassen und sonst was. So funktioniert aber Forschen nicht, meiner festen Überzeugung nach. Das heißt,
man kann sich nicht immer darauf berufen, dass ich alles direkt in irgendwelchen Credits ausbezahlen muss, in unmittelbaren Publikationen oder in einer Blogpräsenz oder sonst was. Viele Dinge brauchen Zeit, müssen über Jahre wachsen. Und ja, es ist ein Risiko, sich dann einzubringen, weil wir eben nur kurze, befristete Verträge haben. Aber im Umkehrschluss sieht eben alles auch deswegen so aus, weil wir immer wieder alle 3 Jahre mit demselben Kram wieder anfangen wie vor 3 Jahren. Und das ist sehr frustrierend. Das muss ich zugeben. Die Zeitnetz-App hat deutlich gezeigt, so groß die Herausforderungen sind, vor denen wir stehen. Und es kommen ja immer neue nach. Also kaum waren die digitalen Spiele irgendwie halbwegs durchdacht, kam Augmented Reality und VR brach durch. Und jetzt wird das in Museen angewendet. Mit Timo Knoth vom Europäischen Hanse-Museum habe ich ja auch noch gerade einen Artikel für die Museumslandschaft fertiggestellt im Winter. Das sind so unfassbar viele Herausforderungen, aber wir müssen es im Seminarbetrieb eben in Häppchen machen. Also der Raum für Kooperation ist beschränkt, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe. Das heißt, man kann eben mit Entwicklerinnen und Entwicklern nur bestimmte Dinge besprechen in so einem Kurs und gewisse Impulse erwarten und für das Geld, was man dann zahlen kann, vielleicht auch nur mal, weiß nicht, eine kurze Rückmeldung, wie ist etwas gelaufen, weil viel und üppig können wir eben in der Wissenschaft auch nicht bezahlen. Das sind halt alles Tarife, auch die Lehraufträge, die vergeben werden können. Das ist also dadurch, dass das gesamte System gerickt ist von den Professorinnen und Professoren, die völlig jeden Blick dafür verloren haben, was man faktisch braucht, um zu leben und wie Honorare in der freien Wirtschaft gezahlt werden, dass man eine Verwaltung hat, die nicht zur Kenntnis nehmen will, dass es eben nicht konkurrenzfähige Tarife sind, wenn man 80 Euro für einen Abendvortrag hinblättern will oder eben 35 Euro für eine Doppelstunde und dann summiert sich das auf 1140 Euro im halben Jahr rüber, wenn man einen Lehrauftrag vergibt. Das ist wirklich, also nicht pro Monat, ja, 1140 Euro im halben Jahr. Das ist einfach nur noch alles ein großer Witz. Und wenn man da nicht langsam rangeht, dann ist es eben auch so, dann gehen halt eben kluge Köpfe weg. Und ich will damit nicht arrogant sagen, ich selbst sei ein kluger Kopf, ich bin vielleicht nur ein frustrierter Kopf, aber tatsächlich bin ich auch wegen dieser Bedingungen gegangen. Kollaboration. Ich habe es erwähnt, auch mit diesem Projekt mit Life is Hürdle. Mich macht es rasend, dass Erinnerungskulturen und Communities immer wieder als Forschungsgegenstand in Publikationen hervorgehoben werden. Und auch ich bin in meiner Doktorarbeit ja nur ein Stückchen weitergekommen. Ich bin ja nicht zum Ende vorgestoßen oder ich habe noch Methoden vorgeschlagen und zusammengestellt. Es muss einfach viel mehr gemeinschaftlich beforscht werden. Digitale Spiele und Communities sind ein waberndes Etwas, das durch Einzelbeforschung von einzelnen Spielen und der Ansicht von dem, was man da sieht und welche Erzählungen und welche Texte drin sind, man kommt dem eben nicht näher. Ich kann nur plädieren dafür, dass in Zukunft auch der Arbeitskreis da mehr Energie reinsteckt und Erinnerungskulturen und Communities wirklich ernsthaft als ein gemeinsames Projekt angeht. Wer soll es denn sonst machen? Die Doktorandinnen und Doktoranden alleine oder was? Da ich hab auch wirklich persönlich, ehrlich gesagt, nie verstanden, warum das nicht mehr ankommt. Diese innere Logik, die das enthält, was ich da sage, dass man eben nicht über Erinnerungskultur und Communities reden kann, wenn man sie nur von außerhalb beforscht, vielleicht durch Metacrawler und wenn man jetzt an Discord denkt, dass dann eben ganze Teile der Communities abwandern aus Foren in Discords und wir haben keine Alternativen. Das wäre halt schön, wenn man langsam sich mal einen Rücken krumm macht und in diese Richtung forscht. Gibt es ja auch viele, viele, viele Vorbildprojekte schon, die ich in meiner Doktorarbeit ja auch ausgeführt habe und auf die ich hingewiesen habe. Diese Spannung der Narration, also Narration ist wichtig, Erzählung ist wichtig, Narrative sind wichtig und bildhafte Motive. Aber dieses Modell, diese Modelle, diese angelegten Mechaniken davon, wie die Welt funktioniert und so, die sind halt ein wirklich hilfreiches Mittel, um Neues auszuprobieren in der Geschichte, in der Geschichtswissenschaft, um eben das narrative Dogma der Historik zu durchbrechen. Um die Sprache digitaler Spiele, die medialen Grundeigenschaften besser verstehen zu lernen. Ich hoffe ja endlich, dass bald das Buch von Thorsten Logge erscheint mit den Geschichtsorten. Das wird ja auch eine ganze Menge
detailreicher erklären an diesem Konzept. Aber es ist halt wichtig zu verstehen, dass sie ein bestimmtes Werkzeug sind, eine bestimmte Form der Aufbereitung von Geschichte. Und Text und Erzählung nicht notwendigerweise die einzige Form des historischen Wissenstransports ist. Das macht mich so rasend an der Didaktik, dass es da halt so eine Art Dogma gibt, was man, nur so kann man Geschichte transportieren. Nee, kann man nicht. Und ich habe da ja auch sehr lange sehr viel zu geschrieben. Medien können auch kombiniert werden und gewechselt werden. Denkt an das Beispiel, was ich euch gegeben habe mit der Ausstellung, wo eben Text pointiert auf riesigen Ausstellungstafeln zusammen mit einem Video und der Betreuung durch die Studierenden in diesem Raum, der Besucherinnen und Besucher in diesem Raum, ja auch eine Rolle spielt, dass sie jeweils verschiedene Medien kombinieren und untereinander wechseln. Netze spinnen. Wir müssen selbst die Werkzeuge nutzen lernen. Es nützt halt nichts, immer nur von außen zu gucken, wie funktioniert das Medienprodukt, sondern wir müssen die innere Logik begreifen, wie diese Werkzeuge, wie Geschichtswissenschaft befähigt werden kann, die Werkzeuge zu nutzen, die schon verfügbar sind, um damit sinnvolle eigene Projekte zu stricken. Entschuldigung. Denn die prägen dann ja auch wiederum die Games-Kultur, wenn man sie öffentlich macht, wenn man sie bespricht, wenn man sie publiziert. Es ist halt wichtig, dass man aus dieser ständigen, wir schreiben einen Text darüber, Falle rauskommt. Damit verändert man die Games-Branche null. Und das haben wir auch versucht mit dem, zumindest Anstöße zu schaffen mit dieser Datenbank Erinnerungskultur und digitale Spiele bei der Stiftung Digitale Spielekultur. Aber wir müssen da viel weitergehen. Ich habe euch das Beispiel gezeigt mit aus dem Kurs Netze spinnen. Das Repositorium Histogames. Wir brauchen gezielt mehr Unterrichtskonzepte für den Geschichtsunterricht. Also wir müssen sie nicht nur entwickeln und bereitstellen, sondern sie müssen rezensiert werden, sie müssen evaluiert werden und letztendlich auf der Basis dieser Produkte wieder weiterentwickelt werden. Alexander Preisinger will ich da ausdrücklich mal erwähnen, der an der Universität Wien sehr viel macht in diesem Bereich und sehr viel publiziert. Ich habe mit Patrick Lenz für die Bayerische Landeszentrale für politische Bildung gerade ein solches Unterrichts oder so ein ja, eine kleine Handreichung, um sich selbst Zugänge zu verschaffen. Geschrieben, aber der Punkt ist ja, das sind keine Unterrichtskonzepte, die man gleich anwenden kann. Und das ist etwas, was halt vielen Lehrerinnen und Lehrern Schwierigkeiten macht, wo sie dann halt aber auch Schülerinnen und Schüler verlieren. Weil dann oft eben digitale Spiele eingesetzt werden als eine Art Appetizer. Und dieser Appetizer soll dann eben dazu führen, dass man sich dann doch wieder mit dem Gemälde oder dem Quellentext oder so beschäftigt, aber eben nicht originär nur mit dem digitalen Spiel. Und schließlich der letzte Punkt allesamt. Wenn ihr euch jetzt anguckt, wie diese Projekte gelaufen sind und wie sie ursprünglich geplant waren, was ich so erzählt habe, habt mehr Mut zum Scheitern. Es ist nichts schlimmer in der Wissenschaft, als dass wir auf der Stelle treten, weil Projekte so geschnitten werden, dass sie möglichst am Ende nicht zu sehr scheitern oder zu viel Unsicherheiten haben oder so. Es ist ja schon schlimm genug, dass uns die gesamte Forschungslandschaft vorgegeben wird von oben, dass man eben nicht frei forscht und dafür Gelder beantragt, sondern dass man Förderlinien hat, die bestimmte Themen vorgeben, die dann durch große Runden oder durch Stiftungen vorgegeben werden und dann muss man seinen Inhalt auf diese Förderlinien anpassen, die dann Großkopfende meinen, was das ist der neueste Shit der nächsten Jahre. Also stoßt eigene Projekte an, versucht dafür Gelder einzuwerben und wir kommen aus dieser Nummer zurzeit nicht raus. Innerhalb der Politik ist nicht die Erkenntnis einzubringen, dass man damit Wissenschaft verarmt, wenn man diktiert von oben, was beforscht werden darf. Und alle diese Projekte, wie ich sie gezeigt habe, hatten riesige Schwierigkeiten auf dem Weg, mussten von mir gemanagt werden, hatten einen riesen Mehraufwand. Und ich sage ja auch gar nicht, dass ihr alle so viel Aufwand betreiben müsst, weil ihr alle ja oder viele von euch höhere Lehrdeputate habt, mehr lehren müssen, als ich das in vielen Phasen ja musste durch diese Projektstrukturen. Aber aus den Erfahrungen kann man doch lernen und eigene Projekte anders stricken, neu aufsetzen, umbauen oder so. Ich würde mir halt wünschen, dass man gemeinsam diesen Lösungen näher kommt. Und Mut zum Scheitern hat. Denn da gibt es noch sehr viel zu tun.
Und einen Teil davon zeige ich euch dann ja in dem Teil 2. Ich danke euch sehr, dass ihr dabei wart und mir zugehört habt hier für diese ersten innovativen Projekte mit Studierenden aus über 10 Jahren. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir gerne Fragen stellen in den Kommentaren unten natürlich und auch mitdiskutieren. Da freue ich mich dann sehr drüber. Und ich hoffe, ich konnte es ein bisschen beantworten, was man eigentlich bitte mit Geschichte macht heutzutage, mit digitalen Spielen. Und im zweiten Teil geht es dann halt auch mit anderen interaktiven medialen Formen weiter. Dann habt erstmal vielen Dank, bleibt immer schön neugierig und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.